Hallo Claudia. Hallo Ralf. Du hier. Du auch. Schon wieder. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer zweiten Sondersendung von der Republika 2014. Und ihr kennt mittlerweile als Dauerhörer das Spielchen, dass wir jeden Tag unsere Moderationspärchen etwas durchrotieren. Und heute habt ihr das Vergnügen mit Claudia und mir. Und natürlich einer... Wir, das sind, das sollte man jetzt auch nochmal sagen, in aller Ausführlichkeit, Ralf Stockmann. Und Claudia Krell. Hallo. Hallo. Das war genug Hallo. So, und Republika, wie ist es 2014? Kriegst du viel mit? Das wäre jetzt so mein... Nein, alles super. Also hier ist eine coole Atmosphäre und ich sehe fast nur lachende Menschen. Der Wettergott spielt mit. Ja, kommen noch ein paar Plattitüden rein. Und ja, ich finde, das ist aber schon, also der Grad der Menschen im Hof ist, glaube ich, durchaus ein Indiz dafür, wie gut so die Gesamtatmosphäre ist. Also es ist da dermaßen gerappelt voll. Ich kann mich nicht entsinnen, dass es letztes Jahr so voll im Hof die ganze Zeit war. Da hast du nur auch nichts mitgekriegt. Naja, ganz so schlimm war es nun auch nicht. Und so thematisch? Thematisch ist, glaube ich, viel passiert. Wir kommen, also in 5 Minuten sind wir von den Plattitüden runter und dann kommt harter Content. Hier. Nein, also Sorge. Ich glaube, eins der großen Themen gestern war ja durchaus Sascha Lobo. Wir haben es nachgesehen dann tatsächlich, weil es während unserer Sendung war der Vortrag. Heute Nacht. Und heute Nacht haben wir es nachgesehen, genau. Ja. Und, bevor die Pizza um 1.20 Uhr geliefert wurde. Und das ignoriere ich jetzt. Und im Internet, also was man parallel mitbekommen hatte, vor allen Dingen auf Twitter, war ja eher so ein bisschen Häme, die über den Vortrag hereinbrach. Und oh mein Gott, er hat sich eine Domain gekauft, yay, und jetzt werden wir alle total aktiv und yay, wir haben 2 Plugins und so. Und beziehungsweise er ja eins geschrieben oder schreiben lassen. Und dann haben wir uns den Vortrag angeschaut. Ich habe heute auch ein paar Sachen darüber gelesen und im Kern finde ich ihn aber sehr gut, was er gesagt hat. Mhm. Auch die Vergleiche, die er aufgezogen hat mit dem Vogelschutzverein, ja. Um deutlich zu machen, was uns, also als Netzgemeinde, genau, nicht mehr TM, sondern jetzt wirklich DE. Das Internet wert ist und was unseren kommt da Eltern. Eigentlich? Ist die Seite schon irgendwie da? Dass da was und was kommt? Unseren Eltern der Vogelschutz wert ist im Vergleich. Ja? Also auch nur in Bayern. Also, ja, also 10 Millionen, 120 Festangestellte gegen irgendwie Digitale Gesellschaft, Netzpolitik e.V. und sonstiges die, und EDRI vielleicht noch, die wirklich wenig Festangestellte haben. 2, er ist auf 2 gekommen. Ja, das stimmt so nun auch nicht, aber das ist. Pi mal Daumen. Lassen wir es 2,5 sein. Selbst Piep, mein Daumen kommt man, glaube ich, noch auf mehr. Trotzdem hat es das sehr schön aufgezogen. Und man hat, glaube ich, auch im Publikum an den Gesichtern gesehen, dass der Arschtritt dann vielleicht doch etwas kräftiger war als vorher, wo alle immer gelacht haben, die Jahre hinweg. Mhm. Gelacht wurde auch, aber vielleicht nicht ganz so herzlich. Und vielleicht hat dieser Vergleich vor allen Dingen mit, was ist unseren Eltern so was Banales wert und was ist uns eigentlich das alles wert, aufgezeigt dann doch, gerade wo wir immer gerne diese Vergleiche machen mit, oh, unsere Eltern verstehen es nicht und wie erkläre ich es meiner Mutter, dass wir uns doch mal alle ein bisschen mehr anstrengen sollten. Ja, also ich finde es ja immer ein Fehler, wenn man anfängt, irgendwie Sascha Lobo zu unterschätzen. Ich fand es vor allen Dingen sehr gut, dass er thematisiert hat, seine Spiegel-Online-Blockroll des letzten halben Jahres, dass er also keinen einzigen Spiegel-Online-Beitrag zu einem anderen Thema als Netzpolitik und beziehungsweise genauer gesagt zu einem anderen Thema als dem Späh-Skandal geschrieben hat und wie er das dann, ich hatte so den Eindruck, er hat ein halbes Jahr lang auf diese Rede hingeblockt. So, ja, ich würde vermuten, netzgemeinde.de hat vorher auch jemand anderem gehört und er hat dann schon ein bisschen verhandeln müssen, was da bei rauskommt. Also er hat da schon, glaube ich, lange drauf hingearbeitet, ja, kann man so sagen. Er war zornig, er war wütend und das fand ich, war ja authentisch, das ist schon mal immer viel wert. Und ich glaube, was sich darin auch ein bisschen widerspiegelt, ist, dass es generell etwas mehr politischer wird hier. Also es gibt sehr viele Politik-Talks, das sind jetzt auch ein bisschen programmatische Doppelungen durchaus drin, was man beim Kongress gesehen hat und was man jetzt hier sieht. Mhm. Ja, also Sarah Harrison und Jacob Applebaum sind natürlich überall jetzt gern gesehene Gäste. Mhm. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch die Keynote oder was auch immer von Julian Assange noch dazu geschaltet. Dann wäre es eigentlich ziemlich gleich gewesen. Aber ich glaube, der Trend geht schon dahin, dass hier auch mehr politische Diskussion stattfindet. Und da habe ich heute auch so grob auf Twitter durchaus mitbekommen, dass das sehr gut geheißen wird. Und wir hatten ja gestern auch diese Frage an Andreas Gebhardt und Johnny Häusler, ob die das Gefühl haben, dass die Republika jetzt auch mehr zum politischen Diskurs beiträgt. Und das, glaube ich, wird schon
sich dorthin entwickeln langsam. Mhm. Das war wirklich eine interessante Passage gestern, dass sie den Eindruck hatten, naja, vor 2 Jahren wurden sie alle noch belächelt und mittlerweile redet man zumindest mit den Leuten. Genau, und aber an der Stelle kommen wir eigentlich auch schon zu unserem Gast, den wir hier sitzen haben schon. Weil wenn wir über politische Beteiligung sprechen und auch durchaus Ansätze, wie man auf Politik einwirken kann und wo auch in der Zivilgesellschaft politische Akteure zu finden sind, dann ist hier CoLab vertreten auf der Republika, also beziehungsweise CoLaboratory. Hallo Sebastian Hasselbeck. Hallo. Du bist bei CoLaboratory wer genau? Ich bin der Geschäftsführer. Und was macht ihr hier auf der Republika? Auf der Republika wollen wir uns einfach zeigen, erklären und den Leuten unsere Ergebnisse vorstellen und Themen ansprechen, wo man sich auch beteiligen kann bei uns. Wer seid ihr? Also wenn du jetzt so locker frei sagst, wer wir sind, ja, dann erklär das doch mal. Ja, also das CoLaboratory ist in erster Sinne eine Plattform, auf der sich jeder beteiligen kann, um konstruktive Beiträge mit anderen Experten zum digitalen Wandel beizutragen. Das heißt, wir schaffen die Plattform, wir stellen sicher, dass Leute zusammenkommen können, um sich zu Thema X mit irgendwas auseinanderzusetzen und dann nachher einen konstruktiven Beitrag zu erarbeiten. Was das ist, ist den Teilnehmern überlassen, um damit wieder an die Öffentlichkeit zu gehen, an die Fachöffentlichkeit, an die allgemeine Öffentlichkeit, um die Debatte voranzubringen oder eingeschlafene Debatten anzukurbeln und dergleichen. Wie ist das Interesse hier auf der Republika? Habt ihr das Gefühl, die Leute interessieren sich dafür, was ihr macht und wollen gerne auch mitmachen demnächst? Oder? Ja, absolut. Es hat ein bisschen mit den Themen zu tun. Also man stellt fest, dass bei manchen Themen, ich sage jetzt mal, ich habe das Gefühl, Bildung, neue Arbeit, das sind Themen, das interessiert sehr viele, aber das ist jetzt eher ein subjektiver Eindruck, wenn ich am Stand stehe. Mhm. Aber die Leute wollen sich irgendwie einbringen, die suchen nach Foren, wo sie sich mit anderen Experten austauschen können. Das muss jetzt nicht zwingend aus Eigeninteresse sein, wie ich brauche einen Geschäftskontakt oder so, aber die Leute arbeiten in diesen Feldern und wollen sich mit anderen kurzschließen und auch wirklich konstruktiv was erarbeiten. Es hat halt keiner Bock auf, alles ist scheiße und ich will irgendwie demonstrieren, dafür gibt es ja auch genügend Foren, aber wir wollen eben eine Plattform schaffen, wo man einfach arbeiten kann. Wenn ich so durch die Halle durchgehe, dann gibt es dann eine richtig große Menge an Ausstellern und darauf zielte vielleicht auch ein bisschen die Frage von Claudia. Viele von denen schauen immer so ein bisschen so in die Gegend, oh mein Gott, spricht mich doch an und hier ist so wenig los und die ganzen Leute sind in der Sonne und essen irgendwie Bratwurst. Employer, das trifft euch auf euch also nicht zu. Also ihr habt das Glück, dass da auch am Stand ordentlich was los ist. Also wir haben genügend Gespräche und haben auch einen Haufen Ergebnisse mitgebracht von vergangenen Aktivitäten und werden die auch alle los. Mhm. Aber ich meine, eine Republika wäre keine Republika, wenn man nicht auch in der Sonne stehen könnte und ein Bier trinken und Bratwurst essen. Insofern ist ja auch eine Konferenz oder eine Messe auch immer auch nur ein Ort, um zusammenzukommen. Und nicht jeder wird da zu Stand wimmeln und Kugelschreiber suchen oder sowas. Also wir haben euch jetzt aber auch gezielt rausgewählt, also sei noch dazu gesagt, weil also wir würden jetzt nicht jeden Sponsoren hier reinholen, der hier auftritt, weil also hier ist Microsoft präsent mit Surface und hier ist O2 irgendwie da, das ist alles toll, aber was halt wirklich uns interessiert, ist diese politische Partizipation, die bei euch einfach möglich ist und wo Leute aktiv werden können. Und du hast auch gerade schon angesprochen, ihr habt Ergebnisse mitgebracht. Ergebnisse heißt dann immer in der Regel, dass ihr die Berichte, die entstehen aus den verschiedenen Initiativen, dann veröffentlicht als Buchform oder als, ihr habt glaube ich auch eine Zeitschriftenpublikationsreihe aufgesetzt. Kannst du dazu mal kurz was mal sagen? Also es muss nicht immer ein Druckprodukt sein. Das ist eher, sag mal, klassisch so, dass man halt gern was herzeigen will. Die vergangenen Initiativen haben in der Regel sowas wie Abschlussberichte produziert. Wir haben aber auch welche, die ein Buch produziert haben oder ein Magazin, das am Kiosk zu erwerben ist. Und haben eben jetzt auch in diesem Quartal als Pilotversuch so eine Art Quartalsschrift herausgebracht, wo wir Artikel, Blogbeiträge, Debattenbeiträge, die in den letzten 3 Monaten irgendwie relevant waren, mal kuratiert haben und auf Papier wirklich als Magazin herausgebracht haben, um diese Lücke zwischen, ich sage jetzt mal, täglichem Newsletter und Jahresrückblick zu füllen und Leuten, die nicht ständig alle Blogs lesen, auch mal eine Möglichkeit zu geben, einmal im Quartal zum Blättern Inhalte zu geben. Es heißt aber nicht, dass alle Ergebnisse im CoLab immer auf Papier landen. Das ist den Experten überlassen, das richtige Mittel zu finden, um den Beitrag, den sie für richtig halten, an den Mann zu kriegen. Also wir haben auch eine Reihe von Videokonferenzen gemacht, eigene Blogs gestartet, Aktionen. Wir haben auch schon mal eine Software in Auftrag gegeben, weil wir halt ein Gedankenexperiment hatten, wo wir mal zeigen wollten, dass es nicht so weit hergeholt ist. Die Palette ist da groß. Also es steckt im Namen CoLaboratory, ist auch ein Labor,
wo die Leute auch mal experimentieren können. Wir haben jetzt schon mindestens zwei Fachbegriffe aus eurer Colab-Welt genannt, das habe ich jetzt mitgezählt. Das eine war Experten, das andere Initiativen. Das hat was mit eurer Organisationsform zu tun. Ihr habt als Grundform die OHUs. Oder bin ich jetzt falsch und nicht mehr ganz up-to-date informiert? Wir haben an manchen Stellen versucht, nicht von Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen zu sprechen und haben uns dann ein paar andere Begriffe einfallen lassen. Das eine waren OHUs, das ist Maori für Arbeitskreise. Das hat dazu geführt, dass man erst schon mal den Begriff erklären musste, bevor man erklären konnte, was der Arbeitskreis macht. Jetzt habt ihr euch umbenannt, deswegen. Wir versuchen einfach jetzt nicht mehr ganz so kreativ zu sein, das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, aber grundsätzlich gibt es ein großes Format im Collaboratorium, das sind Initiativen und da bringen wir über ein paar Monate hinweg Experten, komme ich gleich nochmal dazu, zusammen, online und offline, um arbeiten zu können. Und Experten sind für uns alle diejenigen, die sich mit Themen intensiv auseinandersetzen und von sich auch behaupten würden, dass sie zu den Themen was zu sagen haben oder einen Hintergrund haben. Ja. Das ist so eine Art Selbstselektion auch, klar. Und jeder ist ja Experte in irgendwas. Spezialexperte, manche wie Herr Prittler. Oder Superspezialexperte. Ich wollte mich für die Republika, tatsächlich, also man muss ja immer angeben, was man so macht, Re-Spezialisierungsexperte nennen und dann noch mit der Bezeichnung der richtigen Podcast-Mucke. Das fand ich eine sehr schöne Kombination. Ich mache jetzt in Re-Kollaboration. Wollte ich ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Bei euch im Namenslogo, vielleicht kriegen wir es auch auf dem Beamer nochmal, Collaboratory, habt ihr ja auch diese hippen Doppelpunkte mit drin. Das ist eine Anspielung auf http //, ne? Ah, okay, gut. Das hat also nichts mit der Republika zu tun. Da habt ihr euch nicht von inspirieren lassen damals. Nee, nicht, dass ich wüsste. Aber ihr habt euch damals, also das muss man, glaube ich, auch immer mit nennen zumindest, wenn man über Collaboratory spricht, dass ihr von Google eine Anschubfinanzierung bekommen habt. Ne? Nicht nur das, es war ja ursprünglich ein Google-Projekt. Mhm. Insofern hat das eine kuriose Genese, erst dass es nicht ein Verein ist, der aus dem Nichts gestartet ist, sondern es war vorher ein Google-Projekt, das so gewachsen ist, dass man in der Vorstandschaft die Entscheidung gefällt hat, das auszugründen. Das muss eigenständig funktionieren, das muss gemeinnützig funktionieren. Das muss diesen Transparenz- und Unabhängigkeitsgedanken auch in Form, Funktion und Finanzierung haben. Und deswegen haben wir das ausgegründet. Mhm. Sind nach wie vor zum sehr großen Teil noch von Google finanziert. Das Ziel ist, das schrittweise abzubauen und durch eine breite Palette an Partnern und Organisationen aufzufüllen. Das heißt, ich muss als Experte keine Angst haben, wenn ich mich da dann mit meinem Wissen einbringe, dass ich mich irgendwie an Google weiterverkaufe sozusagen. Nee, gar nicht. Also es würde auch so gar nicht gehen, da würde auch keiner mitmachen, wenn ein Spender Einfluss auf inhaltliche Arbeit hätte. Das kann so auch gar nicht gehen. Wir sind auch Mitglied in der Initiative Transparente Zivilgesellschaft und legen das alles offen, wo das Geld hingeht und wo es herkommt. Mhm. Es ist halt, wir sagen halt auch nicht Nein zu der Förderung. Wir sind auch glücklich, dass Google sagt, das ist denen als gesellschaftliche Debattenplattform so wichtig, dass man das jetzt auch noch fördert, nachdem es ein Verein geworden ist. Und so stellen wir auch sicher, dass es diese Konsistenz gibt und wir eben jetzt fundraisen können und noch Öffentlichkeitsarbeit machen können. In der Hoffnung, da einen mittelfristig Partner zu finden, um das Ganze breit aufzustellen. Hast du den Vortrag von Lobo gesehen, gehört gestern? Gestern Nacht auf YouTube noch. Okay. Wie wir auch. Aber an der Stelle muss man, glaube ich, auch mal sagen, also ist jetzt, du hast nachts geguckt, wir haben es nachts geguckt, die Veröffentlichungen sind echt schnell dieses Jahr. Also die Sachen sind schnell auf YouTube. Es gibt die parallele Audiobegleitung durch Voice Republic. Die sind in einem anderen Podcast, der hier aufgenommen wurde im Sendezentrum, haben die sich auch vorgestellt als Startup. Also die Abdeckung sozusagen der Republika ist wirklich extrem hoch. Also es hat sehr zugenommen, das kann man auch sehr glücklich drüber sein. Sie nähern sich ja signifikant den Kongressstandards von CCC. Ja, ich glaube, das wird heute noch ein paar Mal Thema sein. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie fandst du die Rede in Bezug auf, hat Claudia auch im Intro schon gesagt, Geld spielte ja eine durchaus große Rolle bei ihm. Seid ihr welche, die eben genau auch irgendwie mit zumindest etwas Geld ausgestattet sind? Willst du seine Sicht der Dinge teilen? Du bist hauptamtlich angestellt, oder? Aber halbe Stelle. Und ich bin auch die einzige Person, die aktuell da angestellt ist. Also das heißt, wir müssen bei dir jetzt die halbe Stelle mit reinziehen, sozusagen. Weil, also du bist ja auch durchaus, also man kann ja schon sagen, dass du auch ein Verfechter für die Netzgemeinde bist. Ja, also das hätte ich jetzt auch angesprochen. Also Sascha spricht da auf jeden Fall einen bunten Punkt an, der, glaube ich, auch viel zu spät angesprochen wird. Also es gibt natürlich auch nicht die Netzgemeinde, die jetzt hier gemeinsam fundraisen kann. Und es gibt eine ganze breite Palette an Akteuren. Aber das fand ich durchaus, sag ich mal, nicht sagen überfällig, aber auf jeden Fall wichtig, das mal anzusprechen, dass einfach die Ressourcen auch nicht da sind, um
die Art von Aktivismus oder Aufklärung oder so zu leisten, die eigentlich notwendig wäre, oder die Wirkung Richtung Politik, die eigentlich notwendig wäre, um den Zustand im Internet herzustellen, den man sich eigentlich wünschen würde als Netzbürger, sage ich mal. Und da haben wir jetzt noch, ich sage jetzt mal, den Luxus, also dass wir noch eine gute Mittelausstattung haben, die halt alles in inhaltliche Arbeit fließt. Aber auch da ist es so, dass wir trotz dieser Ausstattung, ich bin jetzt der einzige halbe Angestellte, also wir haben auch nicht die Mittel, um dann, das tut auch ein bisschen weh, mit den Ergebnissen dann in der Form zu wirken, wie wir es eigentlich gerne hätten. Also ne, wir sind nicht die Bundeszentrale für politische Bildung oder so. Und viele von den Sachen, die wir arbeiten, sind echt klasse. Also sind auch oftmals Jahre voraus oder decken Themen ab, die so nicht aufkamen. Welche zum Beispiel? Also wir haben was zu Menschenrechten gemacht vor 2 Jahren. Das war noch bevor der UN-Menschenrechtsrat das dann fast schon im gleichen Wortlaut so verabschiedet hatte. Und es war auch schon von Datenbrillen die Rede. Da war noch nicht klar, dass unser Stifter das dann selber mal auf den Markt wirft. Es zeigt aber auch, dass die Expertengruppen, die wir da zusammenbringen, das ist nicht so weit hergeholt. Also die dürfen da mit weißem Blatt Papier mal rumtoben, aber das ist halt doch gegroundet in einer gewissen Realität, wie man das Netz wahrnimmt und die technologischen Entwicklungen. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch das Wichtige an dem Lobo-Vortrag, ist, dass er nicht nur gesagt hat oder geschimpft hat und gerantet hat, sondern auch mit Beispielen kam, was denn da konkret passiert, wo man sich auch wirklich mal Gedanken machen muss, was das für Auswirkungen hat. Das fand ich beim letztjährigen Vortrag ein bisschen schlechter. Da war ja auch so ein kleiner Ngram-Werbeblock drin. Da war ich froh, dass er dieses Jahr darauf verzichtet hat. Aber man muss jetzt nicht rumgehen mit dem Spendenbeutel und sagen, okay, Vögel ist nett, aber Internet ist noch besser. Mhm. Aber sich mal wirklich hinzusetzen und, wie er es eben auch gesagt hat, so ein Finanzierungskonzept sich mal zu überlegen. Ja? Also kann man denn nur um Spenden bitten oder so. Das klappt vielleicht auf breiter Ebene gut, aber auch die Wikimedia tut sich da super schwer, das zu schaffen. Und die haben immer eine Reichweite, die, sag mal, so keinesgleichen hat eigentlich in der Netzcommunity. Die haben auch noch ein Werkzeug oder ein Produkt, was man eigentlich täglich nutzt. Und das ist ja das. Ich glaube, auch dann aber vielleicht sich auch in dieser Kultur ein bisschen bahnbricht, dass sich dann alle eher aufregen, dass jetzt schon wieder Jimmy Wales eingeblendet wird und um Spenden bittet, als dass sie das irgendwie wahrnehmen als Notwendigkeit. Vielleicht brauchen wir dieses leichte Genervtfinden auch, weil das haben wir einfach zu lange nicht gehabt. Wir haben uns auch zu lange darauf ausgeruht, dass alles so schön paletti ist im Internet, und das ist es halt einfach nicht. Also da muss man auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist einfach mal Zeit, sich zu überlegen, wie man dann was machen kann. Vielleicht müssen wir hier aber auch von, sagen wir mal, den klassischen Medien und Drückerkolonnen ein bisschen lernen, die einem irgendwelche Abos aufschwatzen. Vielleicht brauchen wir statt dieser vielen singulären kleinen Fundraising-Kampagnen, die dann irgendwie so gefühlt einmal pro Woche vorbeikommen, lieber so, ich spende an die Wikipedia irgendwie 50 Euro und zwar pro Jahr und bis ich das wieder rufe. Ja? Finde ich zum Beispiel super. Also ich bin auch einer von denen, die ein bisschen genervt sind, nach dem Motto schon wieder Jimbo und so, und dann drücke ich auch wieder irgendwann drauf. Ja? Aber ich finde also irgendwie so ein dauerhaftes Abo-Modell irgendwie viel angenehmer. Ja? Ich glaube auch, dass ich das so durchsetzen werde. Ich meine, auch Zeitungsverlage versuchen eigentlich so von diesem Flatter-Button-Modell wegzukommen und einfach ihre Dauerleser dazu zu bringen, so ähnlich wie manche Bands das mal versucht haben, so, was ist es dir denn wert, aber dann bitte auch regelmäßig, und dann haben wir dich als Unterstützer. Ein Thema, was ich gerne nochmal ansprechen würde, ist, dass, also ich war schon mal bei euch in einer Initiative, das war die 7er zu Lernen, digitalem Lernen, und ich hatte ein bisschen den Eindruck, es kommen dann doch sehr viele aus Berlin hin. Und dass das so eine kleine Berliner Bubble auch ist, in der ihr euch da noch bewegt, hast du das Gefühl, ihr seid außerhalb Berlins zu wenig bekannt? Oder? Nee, im Gegenteil. Also wir kriegen sogar sehr viele Anfragen von Leuten, die in anderen Städten wohnen oder auch zum Teil außerhalb Deutschlands, und fragen, ob wir denn nicht mehr was in München, Stuttgart, Frankfurt oder so machen. Und das würden wir natürlich gerne, aber das ist auch gerade so eine Ressourcenfrage. Also als Plattform versuchen wir, wenn uns das Budget erlaubt, als Ermöglicher auch dann zum Beispiel Fahrtkosten zu übernehmen, wenn jemand dann von außerhalb her muss und wirklich nur wegen uns kommt. Aber das ist halt eben eine Ressourcenfrage. Und wir, das, sagen wir, auf dem Konzept CoLab ist kein Patent. Also es könnte jeder herkommen und sagen, pass mal auf Leute, könnt ihr uns ein paar Tipps geben, wir würden gerne eine CoLab-Veranstaltung in München machen, dann können wir das machen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist halt, sagen wir, hier sind die Leute, die sich damit auseinandersetzen, und dann ist es halt ein bisschen ein Heimvorteil, aber ja, das ist jetzt nicht Absicht oder sowas.
Wir kommen auch schon leider fast zum Ende. Ich finde das Thema immer sehr spannend mit dem Collab. Also eigentlich müsste man jetzt sagen, ja, Spende zum einen. Also habt ihr schon ein Fundraising-Projekt jetzt am Start, bei dem man sich beteiligen kann? Oder also man kann auch auf die Seite gehen und uns das Geld überweisen oder mit uns in Kontakt treten und dergleichen kann man machen. Wir versuchen an allererster Linie jetzt erstmal mit anderen Firmen, Stiftungen und Verbänden zu sprechen, weil 50 Euro ist super, wenn das 1.500 oder 100.000 Leute machen, aber die Reichweite haben wir nicht. Das ist nicht die Art von Fundraising, die wir jetzt gerade anstreben. Dann würde ich erstmal dazu aufrufen, dass sich auf jeden Fall die berufenen Experten bei euch mal umschauen, zu welchen Themen ihr gerade aktuell was anbietet und macht. Man kann bei euch ja auch Initiativen, Vorschläge immer wieder einreichen. Also auch da, wenn einem das Thema unter den Fingern brennt, wäre das vielleicht auch eine schöne Plattform, auf der man das anbringen könnte. Und man kann bei euch auch die entsprechenden Publikationen dann beziehen. Und genau, alles unter freier Lizenz runterladbar, genau. Und ja, schaut euch das an. Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass ihr die Arbeit weitermachen könnt und unabhängig bleiben könnt. Dankeschön. Und im fliegenden Wechsel begrüße ich Lambert. Hallo Lambert. Hi Ralf, schön hier zu sein. Es ist mir eine gewisse Freude, dich hier begrüßen zu dürfen, denn wir sind Kollegen. Du arbeitest in der TIB Hannover. Das merkt man auch, dass ihr Kollegen seid, weil du könntest ihm nächstes Mal vollen Namen vorstellen. Hallo Lambert Heller. Hallo Claudia. Krell. Hallo Frau Krell. Ich bevorzuge Frau Wortkomplex. Oh Mensch. Alles prima, nein, macht weiter mit eurem kleinen Gespräch. Okay, unter Kollegen. Ich Lambo nennen, so heiße ich auf Twitter. Ja, gut. Genau, Lambo auf Twitter. Wir müssen vielleicht einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Wir arbeiten innerhalb der Bibliotheksszene auch noch an relativ ähnlichen Themen. Das heißt also, unser Live-Publikum ist also jetzt aufgefordert, wenn wir zu sehr in den speziellen Nerd-Talk abgleiten, irgendwelche wüst gestikulierenden Warnmeldungen an uns abzuschicken. Wir haben auch wieder ein Saalmikro, ihr könnt dann auch einfach reinschreiben. Genau. Du hast einen Talk gehalten heute mit zwei anderen. Und der war überschrieben mit Books Gone Wild, angelehnt an das Motto der Republika. Und da habe ich einen Begriff gelernt, den ich wirklich auch vorher noch nicht kannte. Was ist ein Booksprint? Ja, genau. Was das wirklich konkret ist, wusste ich bis vor 3 Monaten auch noch nicht. Das beruhigt mich. Bis wir es dann mal einfach ausprobiert haben. Ich hörte davon, es gibt diesen Adam Hyde, wenn man den bei der Websuchmaschine seiner Vorliebe eingibt, findet man eine ganze Menge über die Methode Booksprint. Eine Methode, die sieht so aus, man lädt sich Experten ein, die man für Experten in einem bestimmten Thema hält und schreibt innerhalb von 3 bis 5 Tagen ein Buch. Ja, from zero to book in 3 to 5 days ist das Motto. Und das Interessante ist, das funktioniert. Der hat das durchgespielt mit Software-Handbüchern. Mhm. Dann hat sich die Methode so ein bisschen verbreitert. Andere haben das auch genutzt. Und wir haben es jetzt einfach mal durchgespielt an der TIB mit einem Handbuch Co-Science, das sich an Nachwuchswissenschaftler richtet, wo es also um Methoden des kollaborativen Arbeitens und Publizierens mit dem Netz geht. Und ja, das ist ein Booksprint. Und ganz kurz gefasst, das funktioniert. Also wir haben also sozusagen ein Buch geschrieben in 3 Tagen. Das ist schon ein klein wenig erstaunlich. Vielleicht zur Präzisierung vorneweg, ja. Es geht hier um Sachbücher, das heißt ja. Also jetzt nicht irgendwie um Roman oder Belletristik oder ähnliches, also epische, geschöpfte Werke von einzelnen Individuen, sondern es geht darum, dass man ein Autorenteam hat, die gemeinsam ein Sachbuch verantworten, wo jeder quasi dann ein Kapitel von übernimmt und genau. Wahrscheinlich für Einleitung und irgendwie Fazit oder sowas, wenn es das gab, macht man vielleicht noch irgendwie noch ein bisschen mehr Kollaboration drauf. Das heißt also, das eignet sich vermutlich nicht für jede Art von Buch, aber für Sachbücher ist das jetzt so als System erstmal in der Welt. Und ich musste erstmal schlucken, weil so der normale Zyklus von einem Wissenschaftsbuch, Sachbuch, gerade wenn man es mit vielen beteiligten Autoren macht, liegt so bei ungefähr 2,5 Jahren. Demgegenüber sind 3-4 Tage schon erstmal eine Ansage, muss man da sagen. Würdest du sagen, dass das Endergebnis von vergleichbar hoher Qualität ist oder habt ihr ein bisschen gecheatet, dass die eigentlich dann doch schon mit fast fertigen Beiträgen nach Hannover gefahren sind? Also gecheatet wurde nicht, die Frage kann ich ganz klar beantworten. Was das Kompromisse machen mit der Qualität angeht, das ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Es ist ja so, man nimmt sich natürlich da was vor, wo man von vornherein die Einschätzung hat, das könnte machbar sein. In diesem Fall also ein Thema, was, du hast es schon erwähnt,
was ein Sachbuchthema ist, was sich auch gut gliedern lässt, wo man von vornherein eine Reihe von Experten für verschiedene Facetten des Themas hat, die dann in einer kurzen Phase, in der man sozusagen die Struktur des Buches aufbaut gemeinsam, sich dann auf Kapitel verteilen und dann alleine oder in kleinen Teams dann diese 3 Tage nutzen, um wirklich an diesem einen Kapitel zu arbeiten. Kurz gesagt, man bricht diese Aufgabe Buchschreiben so runter, dass es auch geht. Und das hat natürlich, das schon mal gleich dazu gesagt, auch ein paar technische Voraussetzungen. Nicht? Genau, dazu wäre ich jetzt gekommen, dieses, sagen wir mal, sehr enge Zeitkorsett oder nahezu absurd knappe Zeitkorsett ja nur eine der Facetten ist von dem Strauß an Innovationen, den ihr heute präsentiert habt. Denn das andere ist, dass ihr sprecht von einer dynamischen Publikationsformaten. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Naja, die Idee ist eigentlich, gut, wenn ich sozusagen als kleinste Einheit, was für einen Wissenschaftler als publizierenswert gilt, mir angucke, bin ich beim Zeitschriftenartikel. Der stellt sozusagen in einem Schnappschuss jetzt ein Ergebnis fest, es wird veröffentlicht und ist draußen in der Welt. So weit, so einfach. Bei Büchern ist es ein bisschen anders. Wenn ich sage, ich mache jetzt zum Beispiel, wie bei uns, das Thema Handbuch, wie arbeite ich denn kollaborativ mit dem Internet? Kann ich jetzt das beschreiben, nenne vielleicht irgendwelche Dienste oder Methoden, die jetzt ganz aktuell 2014 angesagt sind, die wir kennen? Eine Woche aber später hat die Google aufgekauft oder Facebook. Ja, genau, genau. Oder es ist uns was Tolles Neues eingefallen. Und da macht es Sinn, kontinuierlich zu schreiben. Also wir müssen sozusagen von dem Paradigma weg beim Publizieren, dass sich alles um einen Publikationszeitpunkt dreht. Das ist so ein Pattern, was wir noch aus der Zeit haben, wo alles gedruckt werden musste. Ja, wir müssen davon weg, wenn wir das Potenzial, was in so einem Buch drinsteckt, nutzen wollen, heben wollen ins Internetzeitalter, dann müssen wir kontinuierlich schreiben. Und das kann man mit so einem offenen Buch eben hinkriegen. Und ihr habt auch die Ebene drin, nicht nur die ursprünglichen Autoren oder ich nenne sie mal Kapitelpaten, das ist glaube ich dann ein Bild, was einigermaßen greift, können dynamisch das Werk weiter perfektionieren, wie quasi wie so ein Wikipedia-Artikel, sondern auch alle anderen, alle Leser, nämlich über eine Kommentarfunktion, die integriert ist. Richtig, ja. Es ist an dieser Stelle ganz wichtig, das Projekt zu differenzieren von einem Crowdsourcing-Projekt wie der Wikipedia, die auf ihre Weise natürlich super funktioniert, die aber charakteristisch nicht das bringt für einen wissenschaftlichen Autor, was man vom Publizieren erwartet, nämlich Credit, ja, dass man das in den eigenen CV reinschreiben kann. Hier, ich habe das und das gemacht. Curriculum Vitae, also der Lebenslauf, der akademische. Danke. Und insofern, nicht, dieser Ansatz, wie gesagt, wir laden die Experten ein, die schreiben das Buch und sind dann auch dauerhaft sozusagen verantwortlich für ihre Kapitel. Aber, und jetzt kommt das pfiffige Ding rein, mit Techniken wie Wiki, es ist eben möglich, dass ein Leser ganz einfach einen Kommentar hinterlässt. Der kann vom Autor aufgegriffen werden oder von der Autorin und kann dann Eingang finden in das Buch. Habt ihr dazu ein System entwickelt, wie ihr die dann auch entsprechend benennt oder auch da dann eben die Credits zuweisen könnt? Oder entfällt das an der Stelle, weil das nur so kleine Anmerkungen sind? Das ist eine sehr interessante Frage. Genau, genau. Wir müssen dann auf einmal auch anfangen, darüber nachzudenken, wenn wir so arbeiten. Welche sind denn überhaupt die Rollen der Menschen, die da beteiligt sind? Klar, wir haben sozusagen die Hauptverantwortlichen, Hauptautoren, die ganz groß oben drüber pranken über dem Titel, das ist schon mal klar. So, und dann haben wir uns überlegt, müssten wir eine andere Rolle einführen? Wir nennen das Kontributoren. Also das ist vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ist vielleicht klar, ja? Also jemand, der vielleicht nur einen kleinen Beitrag geliefert hat, der soll dann auch seinen Credit kriegen. Vielleicht ist da die Podcast-Szene gar nicht der schlechteste Anlaufpunkt für euch, weil wir genau dieses Modell, dank Podlove nennt es sich mittlerweile, haben und dann eben Kontributoren haben, auch für diejenigen, die nicht nur hauptverantwortlich für die Sendung sitzen und hier ihr Gesicht in die Kamera halten, aber das stimmt ja nicht, sondern die auch drumherum helfen. Das ist ein sehr gutes Modell. Da hinten sitzen zum Beispiel die Shownoter, die das Ganze hier transkribieren und daraus auch quasi eine Schrift-Link-Form machen. Einen großen Applaus mal für die Shownoter, die das auch alles hier völlig aus Hobby und Begeisterung an der Sache machen. Ja, und die bringen wir nämlich über solche Contributor-Notes dann nämlich auch in die Podcasts mit rein, sodass sie also auch zumindest eine gewisse Sichtbarkeit mit reinkriegen. Ja, dann habt ihr eure Kollaborationspraxis da schon weiterentwickelt. Schön, ja, gut. Vielleicht sollten wir mal reden, so unter Buch. wir müssen reden. Du hattest gerade eben so mit dem Seitensatz angezeigt, dass es bei der Wissenschaft ja schon auch immer noch darum geht, hinterher selber halt seine Lorbeeren irgendwo einzufahren, damit man in der akademischen Karriere irgendwie weiterkommt.
Und das hattet ihr dann in eurem Talk sehr schön mit Galileo nochmal irgendwie festgemacht, der dann also so als einer der ersten überhaupt mit Encrypted Messages irgendwie gearbeitet hat und dann da ein Timestamp dran gehängt hat, damit also die Saturn-Entdeckung dann auch wirklich auf ihn zurückzuführen ist und nicht auf andere. Auf der anderen Seite, denke ich, ist nicht gerade jetzt so ein Booksprint-System ein Weg, der das eigentlich ein bisschen entspannt, weil wie ich gerade eben sagte, so ein normales Buch liegt irgendwie so 2-2,5 Jahre in der Gegend rum und währenddessen darf ich als Wissenschaftler eigentlich nicht darüber reden, weil jemand anders könnte sich ja das Gedankengut zunutze machen, wohingegen bei so einer Sprint-Geschichte, da ist es dann halt einfach instantan mal publiziert. Habt ihr das diskutiert, so den Gedanken, ob das auch dagegen mal so ein Breitschwert sein könnte? Ja, du sprichst da was ganz Wichtiges an. Also ich kann es nicht genug betonen. Wir haben aus dem Print-Zeitalter so eine geradezu mythische Vorstellung vom Publikationszeitpunkt. Bis zu diesem einen Punkt in der Zeit ist das alles völlig im Fluss. Ja, und auch unsichtbar. Ja, also passiert irgendwie hinter verschlossenen Türen etwas. Das kann sich möglicherweise Jahre hinziehen. Und danach, wenn es einmal veröffentlicht ist, bleibt es für alle Ewigkeit genauso. Und das ist eine Vorstellung von diesem zeitlichen Strom, wie das die Produktion von Wissen passiert, die ins Internetzeitalter einfach nicht mehr passt. Ja, wenn man sich mal die Versionsgeschichte von einem Wikipedia-Artikel anguckt, wird einem das sofort klar und man fragt sich, Mensch, warum benutzen Wissenschaftler nicht auch solche Methoden oder versuchen das zu adaptieren? Ja, und genau darum geht es dabei auch. Wobei wir auch festgestellt haben, jetzt mal selbstkritisch zu den Lessons learned von dem Booksprint, dass es manchmal nicht ganz einfach ist. Wir müssen als Autoren dann umdenken. Wir müssen überlegen, okay, es gibt jetzt diesen einen Teil, wo wir vielleicht nebenher noch kleine Notizen machen, was wir gleich gemeinsam zum Mittagessen werden oder so. Das wollen wir vielleicht nicht für alle Ewigkeit in die Versionsgeschichte des Buchs reingeschrieben haben. Für Wissenschaftshistoriker immer noch hochbrisant. Wer weiß, hätte vielleicht auch seinen Nutzen. Andere Kleinigkeiten hingegen sind vielleicht schon relevant für so eine Versionsgeschichte dann. Ja, jetzt noch eine kleine kritische Nachfrage meinerseits. Ja. Ihr hattet sehr betont, dass ihr im Prozess, was für Werkzeuge nehmen wir eigentlich, also Git versus Wiki-Technologien, irgendwann die Entscheidung getroffen hat, nein, es soll alles Open Source sein. Ja, das umarme ich natürlich immer, so eine Entscheidung, das finde ich gut. Auf der anderen Seite, das, was bei euch hinten rauspurzelt, ist dann doch ein ganz klassisch gedrucktes Buch bei einem ganz klassischen, ehrenwerten Verlag. Das ist dann zwar auch irgendwie im Open Access, aber es ist dann doch irgendwie wieder ein doch sehr klassisches Verlagsmodell letztendlich hinten dran gehängt. Hätte man sich dann nicht auch für diesen allerletzten konsequenten Schritt noch irgendwie ein bisschen was Originelleres ausdenken können? Oder wart ihr da noch nicht mutig genug? Ja, das ist eine sehr gute Frage, denke ich auch. Also man muss dazu sagen, wir waren ganz stark inspiriert von dem Buchprojekt, auf das du jetzt ansprichst, Opening Science. Also viele von den Autoren haben in beiden Projekten mitgeschrieben. Mhm. Opening Science ist ein Buch, das heute komplett, also natürlich Open Access ist, das sowieso schon mal, aber was auf GitHub liegt, ja, also wie ein Softwareprojekt dort liegt und geforkt werden kann und weiter bearbeitet werden kann. Und dieses Buch, das ist das, worauf du jetzt anspielst, ist dann als gedrucktes Buch bei Springer erschienen, ja, was natürlich so klassisch. Auch Springer. Ja, nicht der Springer. Nein, aber Springer, also auch der Springer, der andere, der im Wissenschaftsbereich ist genauso. Genau, es gibt den Axel Springer Verlag und den lesen wir gar nicht und das verachten wir, ne, wir kennen das Gedicht. Nein, aber es gibt den Wissenschaftsverlag Springer, genau, das darf man nicht durcheinander werfen. Genau. Aber das sind aber ähnlich schlimm. Ja, naja, sagen wir so. Die waren relativ früh bei Open Access dabei, muss man sagen. Ja, immerhin. Nicht? Für die ist das vertraut. Es ist klar, dass man dann auch mal so ein Buch Open Access hat. Und aus der Sicht des einzelnen Autors, ja, du willst diese Verlagsmarke natürlich in deinem Lebenslauf stehen haben. Das ist die Gratwanderung. Ja. Das ist der Punkt. Nicht? Und das war in diesem Fall, glaube ich, ganz gut gelöst, dass man sagt, okay, auf der einen Seite, wir haben diese komplette Offenheit, das kann sich dynamisch weiterentwickeln und wir haben den Stempel, okay, bitte, ihr habt da euer Springerbuch. Ein weiterer Punkt, den man berücksichtigen muss, wenn man so ein Thema kollaborativ arbeiten, lancieren will in der Wissenschaft, ist es schön, auf so eine Marke setzen zu können, wo dann auch vielleicht die etwas traditioneller gesinnten Kolleginnen und Kollegen dann auch was da eher mal aufblättern. Ja? Das sind ja so zwei Themen, wo es bei, also zwei Dinge, wo es bei mir so ein bisschen brodelt, weil, also gar nicht mal wegen dir, sondern generell, weil Ralf, du sagst, Springer war ganz früh bei Open Access dabei, ja, waren sie meineswegs, aber nur, wenn man bezahlt hat, dass man Open Access veröffentlichen darf. Das heißt, man muss als Autor nochmal ganz schön viel Kohle reinstecken, dass dann Artikel oder Bücher eben dann auch Open Access sein durften.
Ja, das hat Springer durchaus mit etabliert. Und das Zweite habe ich jetzt gerade schon vergessen vor lauter Aufregung. Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Waren denn eure Wissenschaftler schon so weit? Also beispielsweise, das fand ich auch spannend, ihr habt das in Markdown schreiben lassen. Also was so ein Mittelding ist zwischen irgendwie Word und Tech, sagen wir mal, irgendwo so dazwischen bewegt sich das. Ja? Und meine Erfahrung irgendwie gerade dann mit so Wissenschaftlern waren, dass die einem also sonst was für Tiraden halten, wenn sie irgendwas anderes als ihr Microsoft Word irgendwie zu benutzen haben. Und dann können sie plötzlich irgendwie ihre Formatierung nicht mehr unter. Und ich denke immer, oh Leute, es geht um den Inhalt und nicht hier um eure Formatierung und welchen Font ihr hier gerade einstellt. War das bei der Zielgruppe ein bisschen unproblematischer, die ihr da hattet? Und würdest du sagen, so, das wäre eigentlich auch ein Weg für die Zukunft? Wissenschaftspublikation nur noch in Markup oder vielleicht doch besser gleich Tech? Markdown. Markdown, genau. Markup ja. Müsstest du noch definieren. Ich meine, Tech hat natürlich seine Fans in ganz bestimmten Fachcommunities. Markdown geht einen Schritt weiter Richtung Benutzbarkeit. Ja, das muss man ganz klar einräumen. Dennoch, ich glaube, wir brauchen die Vorteile aus beiden Welten. Ich bin da ganz starker Pragmatiker. Ich glaube, dieser What you see is what you get Ansatz, das ist seit Microsoft Word wahrscheinlich in der Welt und da auch nicht wegzukriegen. Wir brauchen das, ja, und für das tiefer ins Detail gehen, brauchen wir dann zusätzlich die Schicht einer solchen Markup-Sprache. Und ein Detail, was wir ganz stark gemerkt haben bei beiden genannten Projekten, sowohl bei Opening Science als auch bei diesem schnellen Co-Science, war, dass wir Editoren brauchen wie Etherpad, die gleichzeitiges Bearbeiten von Texten benötigen. Mhm. Das ist also wirklich eine ganz wichtige Sache. Und dann, wenn man das alles beisammen hat, ein paar Erfahrungen richtig hingemixt hat, merkt man, okay, da hat man was dann wirklich Interesse erzeugt. Wir haben, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, jetzt für die Plattform, die wir uns geschaffen haben, für das Co-Science-Buch, handbuch.io, jetzt schon Nachnutzer gefunden, ein Netzwerk von 60 Romanistinnen und Romanisten bundesweit, die, oha, und jetzt haltet euch fest, ein Handbuch Mittelalter und Renaissance in der Romania innerhalb relativ kurzer Zeit auf dieser Plattform schreiben wollen. Das ist spannend. Und dieser thematische Sprung zeigt, also, okay, das, da kommt, ist irgendwas angekommen. Ja. Ja, also, habt ihr eine Projektseite dazu? Gerade von den Romanisten habe ich das mal gehört, dass die extrem angefressen sind, immer wenn das nicht, wenn nicht alles in seinen gewohnten Gängen geht und gerade dann auch in den Verlagen publiziert wird. Wurde. Genau, das war nämlich das zweite Thema, der Impact-Faktor. Ja, dass das nämlich immer noch das Ding ist, dann auch, man kann viele Projekte starten in dem Bereich, man kann viel über Open Access reden, aber solange nicht irgendwie am Impact-Faktor noch was gedreht und geschraubt wird oder andere Modelle geschaffen werden, ist das noch durchaus ein Problem. Also man muss ganz stark, als wirklich, das jetzt ist ein aber auch so eine absolute Notwendigkeit, die Zitierbarkeit dessen, was man, wie flüssig auch immer, ja, wie dynamisch auch immer, aber die Zitierbarkeit muss da sein. Und das ist eine technische Herausforderung, an der wir, das räume ich ein, auch immer noch schrauben, ja, dass man das vernünftig machen kann. Lambert, wir müssen dich mal in einen unserer anderen Podcasts einladen. Aber immerhin ein schillerndes Exemplar dafür, dass an deutschen Bibliotheken auch durchaus heißer Scheiß produziert wird, der ein wenig sich an die Zukunft zumindest versucht anzuschmiegen. Sagt der Innovationsmanager, der nur Innovation managen darf. Genau, ich darf nämlich keine Innovation machen, ich darf den nur managen. Verdammt, scheiße. Egal. Lambert, herzlichen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Wir schließen auch gleich quasi nahtlos an in ein ähnlich gelagertes Thema. Ich sehe auch schon unsere Gäste in der ersten Reihe sitzen, weil sich das Publikum immer nicht wie ihr euch setzt, ist egal. Hallo, ich versorge euch hier mal kurz mit Kopfhörern. So, Lambert kriegt aber noch einen Applaus von unserem Publikum. Ja. Sowas. Keine guten Manieren hier. Publikumsbeschimpfung, wir brauchen hier Publikumsbeschimpfung. So, ihr stellt euch jetzt einfach mal gleich selber vor. Und zwar haben wir hier... Also, ich bin Katja Ulrich, ich arbeite bei Wikimedia Deutschland im Bereich Politik und Gesellschaft. Und ja, und dann haben wir da drüben... Ich heiße Matthias Schindler, ich arbeite bei Wikimedia Deutschland im Bereich Politik und Gesellschaft als Projektmanager. Das heißt, ihr seid gute Kollegen und was genau habt ihr uns hier auf die Republika mitgebracht? Wir haben auf die Republika mitgebracht die sogenannte Datentankstelle, die findet man bei uns am Stand. Die haben wir extra für die Republika fertiggestellt und an der kann man freie Daten auftanken. Kommen wir erstmal zu diesem Objekt selber, denn das ist ja glaube ich schon etwas Ungewöhnliches, es ist ein echtes Objekt. Das ist ein echtes Objekt, genau. Wir haben eine alte Tankstelle aufgetrieben und haben die nach unseren Bedürfnissen umbauen lassen. Du musst jetzt sagen, welche Marke. War es Aral? Weil es ist blau und weiß und man denkt sofort, das kann eigentlich nur Aral sein. Es war Aral, es ist Aral, wir haben es auf der Rückseite auch abgeklebt. Okay. Vorne habt ihr es dann gesprayt oder wie ist das vorne? Weil es ist handwerklich schon ziemlich gut gemacht, fand ich.
Also das war so ein bisschen so ein Blindflug, weil das nicht in Berlin gemacht wurde, sondern in Schleswig-Holstein. Und vorne stand natürlich mal Aral drauf. Ich habe das Logo dann von denen wegfräsen lassen und dann haben die das nochmal blau drüber gesprayt. Und wir haben ja dann diesen Icon, der dieses Logo dann am Ende draufbauen lassen. Jetzt ist ja so eine Tankstelle und Auto und fossile Energie und sowas gar nicht eine rundum positive Konnotation. War das irgendwann mal eine Debatte bei euch? So, wollen wir nicht lieber irgendwas mit Solar machen oder sowas? Muss es unbedingt gerade irgendwie, ich sehe schon, ich denke zu kompliziert. Oder? ich glaube, wir sollten auch erstmal einfach erzählen, was diese Daten was ich tun. Ich glaube, ich habe verschiedene Möglichkeiten. Du hast ja gesagt, man kann sich Daten ziehen. Mhm. Wie genau kann ich mir diese Daten ziehen? Man kann sich auf drei verschiedene Arten mit der Datentankstelle verbinden. Und zwar, wenn man sich ein großes Datenset downloaden möchte, dann kann man sich per LAN-Kabel verbinden. Wir haben ein kleines WLAN-Netz aufgebaut für so kleinere Datenmengen und vor allem halt für die Smartphone-Nutzer. Und man kann einen USB-Stick an der Seite anschließen und sich auch kleinere Datensets darauf laden. Jetzt sprichst du von Datensets und kleineren und größeren Daten. Was genau habe ich mir unter den Daten vorzustellen, die man sich da saugen kann? Ja, das ist ganz verschieden. Wir haben große Datensets, zum Beispiel Geodaten, Orthofotos, was halt auch teilweise 50 GB groß ist. Wir haben einen Komplettabzug der OpenStreetMap da drauf. Aber auch so ein paar leichter konsumierbare Sachen wie so ein bisschen Musik nach Genres gepackt, Stadtpläne von deutschen Großstädten. Was haben wir noch? Wir haben bibliografische Daten. Wir haben die Titeldaten von mehreren Nationalbibliotheken und mehreren deutschen Bibliotheksverbünden. Von der Datenmenge sprechen wir, die da frei zur Verfügung steht? Das sind im Moment so, ich würde sagen, niedriger dreistelliger Gigabyte-Bereich. Mhm. Einmal ist noch ein bisschen Platz auf der Platte. Also das ist mit einer internen Festplatte. Es hängt, genau. Holt sich das nicht irgendwo noch aus einer S3-Cloud oder sowas? Nee, das ist ein Standard-PC, der eingebaut ist mit mehreren Platten. Eine fürs System, eine für Backup und eine für die Daten selbst. Und sie ist offline, also man zieht sich das nicht irgendwo aus einer Cloud, sondern die ist... Genau, nicht ans Internet angeschlossen. Und das Ganze wird gesteuert über ein Touch-Display, hatte ich schon gesehen. Was für eine GUI habt ihr da drauf gebaut? Also wie bedient sich das Ganze? Das kann Matthias beantworten. Das ist Semantic Media Wiki. Also es handelt sich hier um ein stark angepasstes Wiki. Im Hintergrund kann man es besser erkennen, wenn man es bearbeitet. Und als Betriebssystem läuft daraus ein Ubuntu Linux mäßig aktuell mit einigen Anpassungen für Kiosk-Modi. Und, Kiosk-Modi, okay. Das Interface selbst ist ein Webbrowser, der dann im Vollbildmodus läuft und Touchgesten entgegennimmt. Würdet ihr die ganze Aktion jetzt eher so als PR-Gag einstufen oder als, das stellt man wirklich mal einfach irgendwo auf eine Tagung hin und lässt die Leute mal rumspielen, dass sie überhaupt auch erstmal so ein Gespür dafür bekommen, so was gibt es eigentlich schon so für verschiedene Arten von Open Data und was könnte mich davon mal interessieren? Genau, also es ist auf jeden Fall kein Gag für die Republika gewesen, sondern wir hatten schon sehr lange etwas geplant, um erstmal diese ganzen Datenmengen irgendwo hinzupacken, wo sie Leute benutzen können. Und dann haben wir halt überlegt, in welche Form presst man jetzt das Ganze. Und da gab es verschiedene Ideen und irgendwann kam halt die Idee, dass man diese Daten doch irgendwie auftanken können soll. Und dann lag es halt recht nah, dass man sich dafür so eine Tankstelle sucht. Und die wird nach der Republika dann weiterleben bei uns in der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland, wo man dann auch immer hinkommen kann und sich diese Sachen dann besorgen kann. Habt ihr vor, da mal das Datenset zu verändern? Also, ja. Also das heißt also, es gibt quasi das Incentive, regelmäßig zu euch zu kommen, damit man immer die aktuellsten Sachen bekommt. Also eine Liste von Sachen, die da drauf sind, soll auf der Website immer fortlaufend gepflegt werden. Die ist, weiß nicht, ob sie jetzt ganz aktuell ist, noch fertig geworden ist, aber man soll zumindest schon mal vorher sehen, was da drauf ist, damit man weiß, ob es sich jetzt lohnt, zu uns zu kommen, ob da das ist, was man sucht. Aber man, um die Daten zu bekommen, muss man zu uns kommen. Okay, also da hätte ich jetzt gerade nochmal eingehakt. Das heißt also, das Ganze ist nicht auch irgendwo repliziert auf irgendeinem Server, wo einfach dann R-Sync drüber läuft und das sich immer aktuell hält, sondern ist das nicht irgendwie It's complicated. So, also das Gegenteil von Open, dann, wenn ich irgendwo mich wieder physisch hinbewegen muss?
Die Antwort hat viele Facetten. Sie beginnt damit, dass ein Teil der Daten von den jeweiligen Herausgebern auch tatsächlich unter Freilizenz gestellt und gleichzeitig auch im Netz angeboten werden. Mhm. Ein Teil der Daten steht unter einer freien Lizenz, ist aber nicht frei für jedermann zum Downloaden verfügbar, sondern erst zum Beispiel nach Registrierung oder nach einem mühsamen Prozess der Akkreditierung, was ich persönlich schade und in vielen Fällen für sinnlos halte. Mhm. Einige Daten sind im Bereich Geodaten unter einer freien Lizenz, aber werden gar nicht online angeboten, sondern maximal über einen Kartenserver Ausschnitte verfügbar gemacht. Mhm. Und wenn ich das Gesamtpaket haben möchte, fordere ich eine Platte an, die dann mir zugeschickt wird. Und ich bekomme dann eine Kostennote basierend auf der Gebührenordnung eines Landesvermessungsamtes, was von der Höhe her für eine Einzelperson nervig hoch sein kann. Mhm. Es ist ein Wildwuchs. Viele Daten findet man auch, wenn man lange sucht, auf GovData, auf irgendwelchen obskuren Kanälen, auf irgendwelchen Mirrors. Es gibt natürlich mit DataHub.org eine Institution, die viele Open-Data-Pakete auch anbietet. Irgendwann mal wünsche ich mir, dass es GovData auch zum Beispiel selbst von sich aus macht, dass sie auch die eigentlichen Daten anbieten und nicht nur Metadaten, wo ich Inhalte finden kann. Aber das heißt, ihr spielt quasi jetzt schon mit den Inhalteanbietern mit und respektiert wirklich deren Spielregeln, so sinnlos sie uns im Einzelfall auch immer erscheinen mögen. Und versucht das quasi nur jetzt nochmal zu zentralisieren und den Zugang etwas zu vereinfachen. Naja, was wir halt vor allem machen, ist, wir respektieren die Lizenzbedingungen. Es kommen keine Daten auf diese Datentankstange, die nicht entweder gemeinfrei sind oder unter einer freien Lizenz stehen. Wenn eine, zum Beispiel ein Landesvermessungsamt Inhalte unter eine freie Lizenz gestellt hat, dann können wir sehr wohl die Daten per Platte anfordern, auf die Datentankstelle packen, weil wir können sie auch gerne mal bei archive.org online stellen. Mhm. Das ist lizenzrechtlich und auch sonst wie abgedeckt. Es muss nur jemand machen. Mhm. Wir kommen vielleicht auch nochmal zu einem etwas kontroverseren Thema oder einem etwas kontroverseren Aspekt der ganzen Sache. Wir hatten vorhin, als Sebastian vom CoLab da war, gerade das Thema, wie finanziert man sich und auch, dass ihr euch ja hauptsächlich über Spenden finanziert. Und nun ist das ja eher, wie gesagt, so ein PR-Projekt und hat aber halt auch Geld gekostet. Kriegt ihr da manchmal Kritik zu hören auch, dass, warum macht ihr jetzt sowas und oder sind da alle restlos begeistert? Also diese Tankstelle ist ja jetzt im Rahmen unseres Republika-Auftritts entstanden, ne? Und natürlich hat das eine gewisse Menge an Geld gekostet. Aber ich meine, wir legen ja darüber jedes Jahr Rechenschaft ab, wo unser Geld hinfließt. Ne? Mhm. Kann man sich bei uns auch jetzt am Stand den Tätigkeitsbericht 2013 mhm. holen und dann sieht man irgendwie, wie sich die ganzen Kosten auf die ganzen Projekte verteilt haben. Und davon wird das wahrscheinlich ein kleinerer Teil sein. Also der Haushalt, den Wikimedia Deutschland hat, der wird von der Mitgliederversammlung beschlossen. Nicht auf der Basis von Einzelposten, also es wird nicht festgelegt, wie viele Bleistifte wir kaufen können. Es wird entlang von Programmgruppen beschlossen und natürlich sind wir gehalten, das haben wir auch, glaube ich, gut gemacht, Mittel effizient einzusetzen. Hm. Was ich, wenn jemand kommen würde mit so einer Kritik, und im Chat kam nämlich so jemand, entgegnen würde es auch durchaus, dass ihr unglaublich viel Aufmerksamkeit in dieser Datentankstelle bekommen habt. Also es waren unglaublich viele Fernsehteams da, einfach weil mhm. es mal ein Objekt war. Und man hatte plötzlich mal ein Bild zu Open Data und man hatte plötzlich mal was, was man wieder mit dem Internet vielleicht oder mit entsprechenden Initiativen assoziieren konnte, was nicht ein LAN-Kabel oder ein unglücklicher Mensch vor einem glücklichen Computer ist. Ja. Also ihr habt damit eigentlich so ein bisschen verdienstvoll auch geschafft, dass man also auch wenn Ralf da jetzt über seine negativen Konnotationen assoziiert hat, aber man hat jetzt auf einmal wieder ein Bild, was man auch mit sowas verbinden kann. Das finde ich eigentlich sehr cool und dafür muss man euch eigentlich Danke sagen. Und ich glaube, das könnten wir jetzt auch einfach mal tun. Also ja, also es ist halt irgendwie, ja, wir wollten das visualisieren, Open Data, wir wollen eine Lanze dafür brechen und ich meine, da kommen Leute an diese Zapfsäule und ziehen sich irgendwie Musik runter und freuen sich, dass die sie weiterverwenden, dass sie damit Dinge machen können. Mhm. Und ich glaube, wenn wir solche Leute erreichen, dann haben wir schon mal ganz schön viel geschafft. Die alles relevante Frage ist natürlich, habt ihr euch jetzt schon eine der Telekom-Telefonzellen reserviert für die nächste Aktion? Es war eine Überlegung. Ich möchte die ja unbedingt haben, aber es ist irgendwie noch nicht in meinem Haushaltsbudget durchgekommen. Ja, eher im Platzbudget, finde ich. Die sind halt groß.
Nein, aber also wie gesagt, ich finde das Projekt ziemlich cool, aus ganz verschiedenen Aspekten, und ich würde mir wünschen, dass ihr noch viele andere nachlegt und in ähnlicher Weise schafft, Bilder zu schaffen. Die Lambert saß ja eben gerade hier und hatte so einen Anstecker für Open Access, eben dieses Schloss, was eben auch das O und das A symbolisieren soll, und für Open Data gibt es ja dann auch das Schloss umgedreht als O und D sozusagen, und das finde ich alles etwas sehr kompliziert, und wenn man dann nochmal irgendwelche anderen Assoziationen bekommt, super. Damit entlassen wir euch, damit ihr euch weiter Gedanken machen könnt. Ihr dürft jetzt gar nichts mehr sagen, ihr dürft das Lob einfach nein, so ihr dürft, auch gerne noch was sagen. Danke. Ich hab doch noch eine Frage, und zwar, also wir bekommen hier wirklich nicht viel mit von der Republika, weil wir ein bisschen eingespannt sind. Wie ist das denn bei euch? Von der Republika? Was waren eure Highlights bislang? Ich war heute nur in Matthias' Talk zum Zensurheberrecht und zu dem über Vorratsdatenspeicherung. Und das fand ich... nochmal sehr gut zusammengefasst, und es war halt so ein Einsteiger-Talk, und also ich glaube, es hat vielen Leuten, die da drin saßen, ein wenig die Augen geöffnet. Das heißt, das müsste man auch unbedingt empfehlen zum Nachschauen. Ja, das habe ich mir auch schon auf jeden Fall vorgemerkt für meine Familie und so. Die Eltern, die man das empfehlen muss, genau, genau. Die berühmten. Matthias, wie ist das bei dir? Also ein Highlight heute war Panel mit Alexis Rossi vom Internet Archive. Meine ehemalige Chefin Elisabeth Niggemann von der DNB war auch dort. Und es tut immer sehr gut, wenn man plötzlich das Gefühl hat, man ist in der Bremse im Raum, weil es jemanden gibt, der einfach nach vorne stimmt und Dinge macht und nicht sie so lange kaputt redet, bis sie nur noch sehr klein und sehr langweilig sind. Okay. Und das schafft das Internet Archive regelmäßig. Also ich bewundere den Ansatz, und da waren ein paar Zitate dabei heute, sich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, nö, wir haben keine Anwälte, wir machen einfach das. Ist eine schöne Attitüde. Ich finde es gut, dass Sie in einem Land leben, in dem das möglich ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele Einrichtungen das in Deutschland einfach nicht tun könnten, aus vielen Gründen. Okay, dann an dieser Stelle jetzt wirklich danke und schön, dass ihr da wart. Ja, gern. Okay, vielen Dank. So, wir kommen von den etwas kopflastigeren Themen zu einem ganz anderen Thema, nämlich dem Ralf, wir haben vergessen, dass... Einer von denen schnappt sich jetzt einfach das Saalmikro. Ah, ich verstehe, du hast dir was dabei gedacht. Jetzt kommen wir nämlich von diesen ganzen akademischen Themen eher etwas hin zu dem Motto Arschtritt in den Kopf. Ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Ins Gehirn, ich habe es falsch wiedergegeben. Als erst Kopfhörer aufsetzen, dann sprechen. Ich habe es ja wiederholt. Weil, ich war nämlich heute Morgen nicht dabei, also kein Wunder, dass ich das falsch gemacht habe. Ihr seid, wir haben jetzt hier drei Gäste, und zwar kriege ich jetzt die Namen, hoffe ich, alle zusammen. Linda Schiller? Fast, Laura Schmidt. Das war, aber L und S war ja schon ganz gut. Okay, ich probiere das dann morgen nochmal mit dem Joggen. Dann haben wir dort ein totes Mikrofon, und hier haben wir? Björn. Sagst du noch deinen Nachnamen dazu? Björn Kaas. Okay, und dann haben wir? Den Peter Knapp, hallo. Hallo alle zusammen. Hallo. So, und ihr seid hier, weil mir aufgefallen ist, dass sich im Vorfeld der Republika ein Account gebildet hatte, der re:n hieß. Und Björn, den hast du ins Leben gerufen. Naja, also das war alles ohne Absicht und unorganisiert. Damit geht erstmal los. Ich laufe halt regelmäßig und habe mir gedacht, da für mich die Republika, wie gesagt, ein Arschtritt ins Gehirn ist, so dass ich danach nach Hause fahren kann mit Inspirationen und ja, gekickt werde hier, hoffentlich. Und ich habe halt meine Laufschuhe immer dabei, egal wo ich hinfahre, und habe dann gedacht, dann laufe ich halt hier auch vorher. Und es gab jemanden, der mitlaufen wollte zu dem Zeitpunkt. Und auf der Herfahrt mehr oder weniger haben wir uns entschieden, andere zu fragen, ob sie auch laufen wollen. Und dann habt ihr quasi im Zug beschlossen, ja, ihr macht das jetzt. Und wie seid ihr dann darauf aufmerksam geworden, Laura und Peter? Im Grunde hat sich das schon ein bisschen eher alles herauskristallisiert, weil der Björn schon vor ganz langer Zeit, als er natürlich ganz fleißig ein Hotelzimmer bei uns gebucht hat, wie das Hotel Berlin, hier gleich um die Ecke, mich gefragt hatte, ich mache dort das Online-Marketing, ob wir nicht Laufpläne hätten vom Hotel aus. Und die haben wir natürlich, Björn ist ja nicht der Einzige, der läuft in dieser Welt. Und da habe ich ihm gesagt, klar, gar kein Problem. Was ist ein Laufplan? Einfach, wie man vom Hotel irgendwie schöne Laufstrecken hat, damit man jetzt als Nicht-Berliner nicht einfach dann irgendwie an der East Side Gallery rauskommt und sich denkt so, oh,
wo bin ich jetzt? Und das einfach ein bisschen aufgezeichnet ist. Und habe gesagt, das haben wir natürlich, gar keine Frage, kann ich dir alles geben, wenn du da bist. Und ja, dann hat sich das nochmal konkretisiert, kurz bevor du kamst. Irgendwie. Ja, genau. Da haben wir dann uns nochmal zusammen. Ja, das war eher ein Spaß. Also es war wirklich unorganisiert und ohne Absicht. Aber so ganz unorganisiert war es dann noch nicht, Peter. Ich glaube, da kommst du ins Spiel. Also du bist auch darauf aufmerksam geworden, ähnlich wie ich. Genau, ich saß im Hotel. Ich habe damit auch mit dem Hotel was zu tun und saß in einem eher langweiligeren Meeting. Entschuldigung, war so. Und dann flog mir dieser Twitter-Account entgegen, nämlich Republika Laufen. Und ich bin Extremsportler, ich treibe extrem wenig Sport und dachte, mein Hoteldirektor, der ist Marathonläufer und die Laura Schmidt, die .com-Managerin, die läuft auch, dann forwarde ich denen das mal und sage denen, vielleicht ist das was für euch, ja, vielleicht entwickelt sich daraus was, wie sich auch übrigens die Partnerschaft hier mit der Republika sehr, ich sag mal, ohne Zwang entwickelt hat. Das war ein Gespräch mit Andreas Gebhardt und mir und so ist das entstanden, was können wir zusammen machen vor einigen Monaten und dann sind wir jetzt ein Speaker-Hotel geworden, also ganz easy. Und da, so kam mir das auch vor. Dann habe ich das vorgewordet und ja, und dann hat Laura sich da das ermächtigt und hat dann ihre Sache draus gemacht. Fand ich toll. Und da so kam das. Laura, was heißt, du hast deine Sache draus gemacht? Was hast du dann da noch alles drum gebaut? Eigentlich gar nicht so viel. Also ich habe auch wirklich kurz darüber nachgedacht, selber mitzulaufen. Wie gesagt, ich laufe sonst sehr gerne, war jetzt aber sehr lange im Urlaub, glücklich ist ich. Und bin seitdem gar nicht mehr gelaufen. Dachte, nee, ist ja voll peinlich, wenn ich mit dem mitlaufe. Und dann im Tiergarten breche ich dann zusammen. Das geht auch nicht. Und habe dann einfach nur gesagt, machen wir, ihr kriegt die Pläne. Und dann kam irgendwie durch die Gemeinschaft die Frage, was ist mit den Leuten, die nicht bei uns im Hotel schlafen? Ne? Weil die wollen dann direkt hier zur Messe und wollen ja dann nicht irgendwie, was weiß ich, auf die Ostseite zurückfahren oder wo auch immer sie ihre Hotels haben. Und dann habe ich mich insofern eingebracht, dass ich gesagt habe, hey, gar kein Problem, wir haben ja Duschen, wir haben einen großen Wellnessbereich, der ist eben morgens zwar geöffnet, aber die Sauna halt nicht an. Könnt ihr haben, geht da runter, duscht euch, dann seid ihr hier nicht die kleinen Stinke-Ilte, die hier über die Republika laufen. Und genau, dadurch hat das ganz gut funktioniert, glaube ich. Aber um mich mal kurz zurückzubringen zur Republika selber. Der Witz ist ja, dass wenn Leute wie Johnny Häusler zum Beispiel nichts dagegen haben, dass man sich so nennt, wie wir uns genannt haben, und dann dafür sorgt, dass das retweetet wird, dann hat man morgens um 6 plötzlich 23.000 Reichweite und weiß gar nicht, wie man, was jetzt? Ne? Wie viele sind denn da aus dieser 23.000 Reichweite entstanden, die mitgelaufen sind? Darauf wollte ich gerade hinaus. Also wir hatten jetzt die Idee, eventuell daraus beim nächsten Jahr eine kleine Session zu machen, um das vorher auszuwerten, weil im Endeffekt sind wir zu 6 gelaufen, haben jetzt, glaube ich, 30 Follower und eine Reichweite von 50.000. So. Und da kann man natürlich überlegen, ist das was wert, was man mal erzählen kann, wie das so, wenn sich weiterentwickeln könnte. Ja, also hier entwickeln sich Projekte aus Projekten für Projekte sozusagen. Genau, ich möchte dazu noch sagen, ich finde halt, dass viele beschreiben die Republika als Konferenz, ich empfinde sie auch als Festival und dadurch finde ich halt, dass solche Projekte, egal wie groß oder klein oder erfolgreich sie sind, eben auch Spaß machen und Leute dazu animieren, vielleicht auch irgendwas dazu beizutragen. Und ihr lauft ja nochmal. Also ihr seid heute Morgen um 8 gelaufen und ihr macht das morgen auch wieder. Ja, ich laufe auf jeden Fall morgen. Das sage ich wirklich mal aus. Aber ich werde das nicht groß nochmal ankündigen, glaube ich. Also weiß ich nicht, ob dann plötzlich nicht doch 100 kommen und ich keine Versicherung bieten kann oder so. Ich weiß ja gar nicht, wie sowas funktioniert. auf jeden Fall, ja, vielleicht mache ich es doch. Keine Ahnung. Jetzt musst du, also jetzt kannst du ja, wahrscheinlich keine Rückzieher mehr. Also morgen um 8 wieder vor dem Hotel Berlin. Ich ja, wahrscheinlich. Und wie schätzt du das? Also du hast gesagt, du läufst sowieso immer und das ist auch ganz gut, wenn man das dann eben machen kann auf so einer Konferenz. Wie schätzt du, es gibt ja hier noch so ein paar andere Angebote, Tanzen mittags oder morgens und wie schätzt du das ein? Braucht man das unbedingt, um hier klarzukommen und durch den Tag zu kommen? Nein, überhaupt nicht. Für mich ist es ja eher so, dass es fast eine Art Wochentagesrhythmus ist, den ich beibehalte. Es ist für mich ja kein Sidekick in dem Sinne, dass ich jetzt was ganz anderes mache wie Tanz deinen Namen oder so. Das ist ja jetzt, was ich. Ich glaube, das machen die hier auch öfter nicht. Die tanzen vielleicht eher Vorträge nach. Naja, Lunchbeat ist ja. Twitter-Hashtags. Ja. Genau, Lunchbeat heißt es, so. Danke. Ja, das kommt ja auch aus Stockholm und nicht von hier, also es ist ja auch ein anderes Grundthema. Um hier klarzukommen, braucht man das nicht, aber ich finde es nicht schlimm, wenn es pixelfremde Themen gibt, ja, mit denen man sich eben auch auseinandersetzen kann. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, also, eine Republika ist dann ja doch auch immer so ein bisschen techy, habt ihr denn irgendwelche dann Hardware noch mit dabei am Start, irgendwelche Pulsmesser, Navigationssoftware. Also ich habe einen Schrittzähler. Zählt das? Und ich wette, du hast einen Schritt. Warst du nicht der Extremsportler? Genau. Aber die Schritte zähle ich.
Ja, klar. Ich laufe vielleicht seit ungefähr anderthalb Jahren. Vorher habe ich geraucht und Bier getrunken. Seitdem nutze ich Runtastic und das hilft mir halt sehr, mich immer wieder mit meinem Schweinehund auseinanderzusetzen. Ja. Nicht jetzt zwingend, um andere zu challengen oder zu battlen oder so, sondern eher, um mich selber zu motivieren, auch morgen wieder auf die Straße zu gehen, sozusagen. So, zum Abschluss hätte ich eigentlich gerne nochmal eine Frage an euch beiden aus dem Hotel. Habt ihr als Speaker Hotel jetzt besondere Herausforderungen, die ihr mit dieser ganzen Republika-Schose eingegangen seid? Ist das eine besondere Kundschaft? Ist das Business as usual oder besonders schön? Also vielleicht sage ich was dazu. Laura hat vielleicht auch noch was zu sagen. Nee, das ist gar nicht so ein Hotel mit 700 Zimmern. Und mitten in Berlin, da hat man alle Sparten. Für uns ist es dann aber schon toll, finde ich persönlich. Das ist eine andere Beseelung. Ne? Also wenn man, wir haben natürlich auch eine Veranstaltung gehabt, eine Tagung, eine große, aber trotzdem sind dann halt diese Menschen, die das Internet verstehen im Haus, ganz andere Gespräche an einer Bar. Wenn sie mal auf hatte, am Montag war sie zu, aber das ist ein anderes Thema. Aber hattet ihr ein Bargeld, ja? Bitte, genau, die Bargeld, aber das haben wir alles gut hingekriegt. Danke auch an das Team im Hotel nochmal dafür, wenn da jemand was hört dazu. Nein, es ist toll und wir finden, die Republika gehört zu Berlin und bitte verlasst uns hier nicht wieder, Chaos Computer Kongress, ja, und das Hotel Berlin auch, und das hat einfach zusammengepasst, das macht einfach Spaß und das ist eine ganz, ganz relaxte Kooperation, wirklich, und das macht Spaß. Mein Hoteldirektor war heute hier, der hat sich das angeschaut, der wusste nun gar nicht, was hier so auf einmal los ist und war auch sehr beeindruckt und also das hat für uns alles Spaß gemacht und die im Hotel waren, sind auch Profis, natürlich auch Speaker, auch Reiseprofis, die haben uns auch dann auch getestet natürlich und wir haben es, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Laura, wie ist das für dich? Also gerade so als Dotcom-Managerin, wenn dann plötzlich so ganz viele Internet-People kommen? Genau, das ist eigentlich eher der schönere Nebeneffekt, weil da gerade so die Interaktion ja mit Leuten einfach dadurch viel größer ist, so wie das, also, dann können halt so Dinge entstehen, wie jetzt mit dem Björn, dass das einfach spontan so Dinge zustande kommen und wir haben halt ganz unterschiedliche Gäste, sonst auch viele sind da einfach nicht so internetaffin oder generell überhaupt so mit Social Media oder irgendwas gar nicht so verknüpft und sind dann schon immer eher überrascht, wenn so ein Hotel überhaupt auf sowas antwortet oder das überhaupt irgendwie monitort und dann ist es aber eher so ein, ja, hallo, wir sind da und dann kommt auch was zurück und das war es dann aber auch und jetzt halt die Tage hat man halt echt viel Konversation, was halt ganz toll ist. Da würde ich gerne mal kurz einhaken, also ich kam auf mein Zimmer gestern Abend nach der Party hier und fand auf meinem Tisch ein Foursquare Check-in-Welcome-Geschenk. Fand ich ganz interessant, also der war unterschrieben auch von Laura. Ich bin mir nicht sicher bei so vielen Check-ins, ob sie noch wusste, wem sie da was hingelegt hat. Aber dass das überhaupt gibt, also dass ein Hotel mit 700 Betten sich darum kümmert, dass jemand einen lila Jutebeutel auf seinem Zimmer findet, finde ich von der Attitüde her nett, also sich damit zu beschäftigen. Und wie ich habe es auch schon mal gesagt, Dankeschön. Ich finde, sie hat es toll gemacht, weil es sich normal angefühlt hat. Es war jetzt kein gestelztes, dieses Hotel gibt sich tierisch Mühe bei Social Media, sondern es war eine Konversation mit Leuten, die Twitter benutzen. Und das fand ich halt sehr angenehm. Ja, also ich würde, also erstmal danke an euch an dieser Stelle und ich würde dann doch mal alle aufrufen, das auch noch auszutesten und vielleicht ist das ja jetzt auch nochmal ein Anreiz. Ich finde sowas immer toll. Ich habe auch mal ein twitterndes Hotel in Bremen ausprobiert. Das war allerdings ein nicht ganz so gutes Erlebnis dann am Endeffekt, weil die vor allen Dingen negativ über ihre Gäste twitterten und dann. Ja, und wir werden nächstes Jahr wieder laufen. Also wer sich dem Republika laufen. Ja, ja. Da werden nicht nur 6, sondern 60. Auf jeden Fall 600. RP15. Wenn es 100 sind, dann holen wir einfach den Gartenschlauch und spritzen dann vor dem Hotel ab. Also wir sind da flexibel. Okay, danke euch drei, dass ihr da wart. Und wir müssen euch jetzt tatsächlich gleich von der Bühne schmeißen und einen fliegenden Wechsel wieder vollziehen. Ja. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Und unsere nächsten Gäste auch schon dann zu uns bitten. Die sehe ich auch schon. Wir haben den großen Vorteil, ich labere jetzt einfach mal kurz weiter, dass Tessa ihre Frisur geändert hat und dass es mit dem Mikrofon viel besser funktioniert. Okay, wir stehen jetzt ein bisschen vor der Herausforderung, dass es in der Tat jetzt um relativ ernste, und nicht nur relativ, sondern ich würde sogar sagen, um ausschließlich und absolut ernste Themen geht. Aber ich sage mal, ganz souverän werden wir das einfach mal meistern. Wir begrüßen jetzt Theresa Bücker. Hallo. Hi. Und die Ingrid Brodnik, richtig aus? Okay, Vornamen sind eh schon drauf, wenn das okay ist, dann duzen wir uns einfach hier. Ihr habt heute
zwei. Ich möchte mal bitte sehen, wie du hier über die Republika läufst und alle siehst und wie die Reaktionen dann dazu sind. Also kannst du Tessa das Mikro mal ein bisschen dichter ranschieben? Genau. Ganz kurz ein klein wenig übergerührt. So, okay. So, ihr habt heute zwei Talks gehalten, die viel miteinander zu tun haben, ein bisschen verschränkt waren und darum wohl dann auch irgendwann das Republika-Team auf den Gedanken kam, eigentlich müsste man das irgendwie zusammenlegen. Ist richtig. Ihr hattet ursprünglich die Sachen unabhängig voneinander eingereicht, oder? Habe ich das richtig gepasst? Ja, mein Talk hätte eigentlich eine Stunde dauern sollen, beziehungsweise hat sich das so ein paar Mal verschoben. Und ich wurde aber gleich am Anfang angefragt, ob ich auch noch einen Workshop anbieten könnte. Und dann hat das Team freundlicherweise einen passenden Partner oder eine passende Partnerin dazu gesucht und hat Ingrid und uns zusammengebracht. Dann müssen wir doch aber erstmal, also du hast es von den Themen gesprochen, die sich überschneiden, wir müssen dann erstmal sagen, was überhaupt eure Themen waren. Genau. Wollt ihr das kurz, Tessa, dein Talk, wie war er überschrieben? Der Titel meines Talks hieß Burnout and Broken Common Culture und ich habe heute Morgen einen Schwerpunkt gemacht auf Activist Burnout und bessere Inklusion im Aktivismus. Was dann aber noch dazu gehört, ist die Kommentarkultur im Internet insgesamt, insbesondere in journalistischen Medien und dazu haben wir dann einen Workshop gemacht am Nachmittag. Genau, und das war dann der zweite, genau. Dann bei... Genau, also das zweite Thema war dann, ich hatte eigentlich auch keinen Workshop, sondern einen Vortrag eingereicht. Also ich glaube, so entstehen die Workshops sein, hier. Ja. Aber ich hätte alles gemacht, Ausdruckstanz, also keine Frage. Nein, auch zur Kommentarkultur und die Tessa hatte ja schon den Begriff Broken Comment Culture quasi gewählt gehabt und dann haben wir daraus dann quasi so einen positiven Zugang mit Best Practice Beispiel zu Mittag zu liefern. Der hieß dann Broken Comment Culture, Let's Fix It, auch um so ein bisschen zu zeigen, dass es auch besser gehen könnte. Okay, beide eurer Parts, ich habe mir beide wirklich komplett und mit großem Gewinn angeschaut. Ich weiß nicht, ich hoffe, also deinen gibt es mit Sicherheit als Aufzeichnung, den würde ich als absolut unbedingt anschauen. Ich glaube, deiner wurde aber auch aufgezeichnet. Genau, also, den soll es nachträglich euer Workshop. Okay, absolute Sehempfehlung. Waren beide sehr, sehr dicht. Das heißt also, wir stehen jetzt ein wenig vor dem Problem, das jetzt irgendwie in 20 Minuten zumindest ansatzweise ein bisschen transparent zu machen. Ich würde es vielleicht versuchen mit einem Hörerinnen-Statement, was es am Ende von eurem Workshop gab. Die kam, glaube ich, vom Stern, beziehungsweise war jetzt also Bloggerin vom Stern und sie hat dort ihr Statement eingeführt damit, ich weiß erst seit 3 Monaten, dass es das Böse im Internet gibt. Und hat dann ein bisschen erzählt, wie so ihre Historie eigentlich war und dass sie eigentlich vorher so in Online-Communities war, wo eigentlich mal heile Welt war und man mit viel Verständnis und viel guten, positiven Gefühlen miteinander umgegangen ist und plötzlich ist sie dann mal in diese harte Kommentarrealität plötzlich reingeflogen oder reingeschmissen worden oder reingestürzt oder wie auch immer. Das ist vielleicht so ein Aufhänger. Wie ist es mit dem Bösen da draußen im Internet, also insbesondere jetzt in diesen Kommentaren, wie sieht das aus? Also was sie erzählt hat, konnte ich sehr gut nachvollziehen und mich überrascht eigentlich. Also Stern.de hat ja vor einigen Monaten externe Bloggerinnen und Blogger ins Boot geholt, dass die redaktionell nicht vorbereitet worden sind auf das, was auf sie zukommt, weil die Bloggerin, ich glaube, sie heißt Maike, macht einen Blog jetzt zu Body Image und Fat Acceptance. Mhm. Und als Redaktion, die Erfahrungen mit Online-Kultur hat, hätte man da eigentlich absehen können, dass sie große Probleme mit Kommentatoren bekommen wird. Und wenn man Erfahrungen in der Community-Moderation hat oder sich viel im Netz bewegt, dann kennt man diese Themen, bei denen es auftaucht. Also feministische Themen sind ja sehr anfällig. Die Ukraine wird gerade sehr, sehr heiß diskutiert. Israel ist immer ein Thema, bei dem es richtig abgeht. Und es gibt einfach Communities, die sind sehr gut organisiert und können sich sehr schnell mobilisieren und suchen sich dann auch Autoren im Netz aus, auf die sie zielgerichtet draufgehen. Und Körperbilder oder dicke Menschen haben es ja auch in der analogen Welt nicht einfach und kriegen das online nochmal stärker mit. Mhm. Wenn ich dazu was ergänzen kann, ich halte ja immer wieder auch Vorträge oder Gespräche zum Thema Kommentarkultur. Und das war für mich eine der besten Wortmeldungen, die ich bisher zu dem Thema gehört habe. Irre, oder? So gut auf den Punkt gebracht. Es gab auch hinterher einen irren Szenenapplaus. Also, genau. Es hat so damit angefangen, dass die Dame gesagt hat, bis vor kurzem kannte ich das Böse im Internet nicht. Und alle haben gelacht, weil man hat sich das auch das nicht bösartig, sondern man hat sich so vorstellen können, das Internet ist so ein lieber, schöner Bereich, wo man sich so toll auseinandersetzen kann mit anderen Leuten. Und plötzlich
schreibt man Artikel auf stern.de und die Masse fällt über einen her und man glaubt gar nicht, wie gemein das Internet sein kann. Und was sie gesagt hat, glaube ich, ist etwas, das viele Menschen derzeit erleben. Die sind ziemlich baff mit der Aggression, die es an vielen Orten gibt. Und sie hat auch selbst erzählt, im ersten Moment hat sie das unglaublich getroffen und sie konnte auch gar nicht richtig darauf reagieren, wenn man dann emotional so ergriffen ist, wenn man so attackiert wird. Und ich glaube, dass wir generell in einer Situation sind, wo viele Menschen so betroffen sind, dass sie sich irre schwer tun, gut darauf zu reagieren und wir jetzt Mechanismen finden müssen, einen Schritt zurückzutreten, zu sagen, okay, wie könnten wir es denn wirklich anders machen? Wie kommen wir aus diesem riesigen Moloch, wo wir da auch mit drin stecken, wieder raus? Und ich glaube, man kann natürlich schon herauskommen, wenn man versucht, eher eben jene Kommentare zu fördern, die nicht so hasserfüllt und nicht so angriffig sind. Bevor wir dazu kommen, was man dagegen tun kann, Tessa, du hattest genau die Situation in zwei Punkten mal wirklich sehr scharf auf den Punkt formuliert, nämlich erstens, das Netz ist nicht gewaltfrei. Ja, das heißt, es ist also ein Raum, in dem wirklich Gewalt stattfindet. Und das zweite war, virtuelle Verletzungen sind real. Also das sind noch viele andere Punkte, aber die beiden habe ich mir mal rausgegriffen, weil das genau diesen Punkt abgibt. Eine Debatte, die wir mit anderen mal hatten, war, was glaubt ihr, wie viele Menschen haben das schon erlebt? Also Eltern haben die mit dem Internet immer so eine sehr abstrakte irgendwie Gefahr, die sie da so sehen. Oh mein Gott, was werden die Leute mit meinen Daten machen? Aber denen selber ist gefühlt irgendwie noch nie was passiert. Glaubt ihr, das wird jetzt immer schlimmer werden und dass also quasi immer mehr Leute solche Erfahrungen machen? Weil das ist reale physische Erfahrungen von wirklich Gewalt sind. Jeder, der das schon mal selber mitgemacht hat, der weiß das. Ja, man kommt plötzlich in einen Schockzustand. Ja, und sie hat das auch gesagt, so ich konnte gar nicht mehr denken und so weiter. Genau, wenn ganz kurz, die Tessa hat diese Verschmelzung von Online und Offline angesprochen und wenn du fragst, ob das mehr und mehr der Fall sein wird, dann glaube ich zu 100% und ich glaube, dass wir diese Debatte jetzt führen, liegt an etwas ganz Simplen, Facebook. Nämlich Facebook, es geht mir nicht darum, irgendwie Facebook-Werbung zu machen, aber Facebook hat die Verschmelzung unserer Offline-Identität mit dem Internet gebracht und von daher kennen es mittlerweile einige Leute, wie es ist, wenn auf einmal so brutal diskutiert wird. Also ich glaube, dass das wirklich viele Menschen umdenken lässt, wenn sie einmal sowas online erlebt haben, wie es dort auch schlimm zugehen kann. Und dass dann die Leute fragen, hey Moment, wenn mir offline das nicht passiert, dass Leute so brutal zu mir sind, warum sollte es online passieren? Mhm. Und darum führen wir jetzt die Debatte. Mhm. Seid ihr zu ergeben? Entschuldigung, ich wollte dich nicht lesen. Ja, ich habe ja heute, also die Zitate, die du gebracht hast, die bezogen sich ja auf Activist Burnout und ich glaube, das ist ein kleiner Ausschnitt, wozu ich gerne mal einen Vortrag hören würde oder vielleicht auch gerne mal mit Kindern und Jugendlichen sprechen würde, ist, wie sie das erleben, weil Cyberbullying ist ja ein Phänomen, das ist so weit verbreitet, das werden wahrscheinlich die meisten Eltern kennen aus den Schulen, wo Jugendliche einfach sehr stark merken, wie sehr es sie betrifft, auch in ihrem Selbstwert oder wenn man mal sich ein bisschen auf YouTube umguckt oder auch in Netzwerken wie Instagram, wie Kinder und Jugendliche ihre Identität über Bilder versuchen aufzuladen oder zu bewerten, dann sieht man junge Mädchen, die Videos ins Internet stellen und einfach nur die Frage in das Video sprechen, am I beautiful? Or do you think I'm beautiful? Und dann muss man mal die Kommentare darunter lesen und was das gerade mit sehr, sehr jungen Menschen macht, das kann man sich dann ausdenken, das muss diskutiert werden auf jeden Fall. Das hört sich jetzt alles im Moment noch sehr nach erstmal Analyse und natürlich Status Quo an und aber auch so ein bisschen Verzweiflung im Moment. Habt ihr denn wirklich Lösungen gefunden, die man beschreiten könnte in eurem Workshop oder musstet ihr da das Resümee ziehen, dass es jetzt halt erstmal so ist und das ist ein Projekt, was wir die nächsten Jahre fortführen müssen? Nein, wir sind weinend nach Hause gegangen und planen schon. Nur für das Interview hier nochmal eingeflogen. Das triste Ende. Nein, es gibt durchaus einige Sachen, die man machen kann. Ich glaube, es wäre verlogen zu sagen, dass es die Lösung gibt, die man von heute auf morgen einführt und alles ist super. Das sicher nicht. Aber es gibt etliche Medien, die mit anderen Kommentarsystemen spielen und die zeigen, dass man schrittweise zu einer besseren Debatte gelangen kann. Ein ganz simples Beispiel ist der Guardian, der versucht, wirklich die Frage zu stellen, der stellt sich selbst die Frage, was will ich von einer
Diskussion mit den Usern. Worum soll es überhaupt gehen? Mhm. Das Problem ist, dass bei vielen Online-Debatten, das wird ein bisschen so hingerotzt, sage ich jetzt. Man sagt einfach, so und jetzt kommentiert es das Thema. Und so kann keine Diskussion entstehen. Wenn wir hier diskutieren, würden wir auch nicht einfach uns hinsetzen und dann ins Blaue hinein diskutieren, wir würden gezielt eine Frage stellen. Und genau das ist auch online wichtig. Der Guardian macht das so, dass die fragen, was sind ihre Erlebnisse mit diesem Thema? Die framen die Debatte damit und dann antworten jene User, die zum Beispiel wirklich ein Erlebnis haben, die etwas ganz Konkretes erzählen können. Und dadurch wird die Debatte wesentlich besser. Das ist nur einer von ganz vielen kleinen Handkniffen, die man machen kann, damit online, wenn schon nicht freundlich, zumindest sachlicher diskutiert wird. Ein zweiter Punkt, den du schön rausgearbeitet hattest, war, der Journalist muss auch für seinen Kommentarbereich die Verantwortung übernehmen. Ja, nicht nur den Beitrag raushauen und dann zum nächsten, sondern gerade bei den ersten Kommentaren ist es ganz entscheidend, dass er irgendwo selber mit auftaucht und dann wird das Ganze wesentlich ziviler ablaufen. Glaubst du, die Journalisten und Journalistinnen sind schon so weit, dass sie diese Verantwortung dann auch für eine Debatte mittragen wollen? Also die Debatte ist ja auch schon einige Jahre alt und es sagen ja viele Chefredakteure auch selber, die beschreiben ihre Redaktion als sehr träge. Also es scheint wirklich zu dauern. Und ich glaube, viele große Medien haben am Anfang den Fehler gemacht, dass sie sich über ihre Kommentarsysteme oder Communities nicht wirklich Gedanken gemacht haben. Mhm. Da waren Kommentare Selbstzweck, nach dem Motto, das macht man jetzt so, wir müssen die Kommentare öffnen, die User dürfen jetzt einfach mal machen, was sie wollen. Und dann hatte man vielleicht einen Community Manager und vielleicht noch einen Studenten und einen Praktikanten und die durften sich damit beschäftigen. Wenn das nicht alles im Personalunion passiert ist, ja. Und ich glaube, dass es Medien sich die Frage stellen sollten, was wollen wir eigentlich mit den Communities, wollen wir die Communities? Und dann muss da investiert werden in Zeit, aber natürlich auch, ich würde es fast mit Liebe beschreiben. Also wenn die Leser einem was wert sind, und bei Zeitungen heißt es ja immer, die Leser sind unheimlich viel wert, damit sind aber die Printleser gemeint, dann muss man diese Liebe eben auch in die Communities investieren. Und ich würde mal die Vermutung aufstellen, vielleicht kann man mal jemanden fragen, zum Beispiel beim Spiegel, ob es Redaktionen gibt, die einfach schon kapituliert haben vor ihrem Forum oder vor ihren Kommentarsystemen. Und da muss man vielleicht auch mal einfach einen richtigen Schritt machen und es komplett neu aufsetzen. Und das muss natürlich von der ganzen Redaktion mitgetragen werden. Und solange sich in Redaktionen diese Arroganz hält, ich möchte mit dem Leser eigentlich gar nicht reden, dann sollte man wahrscheinlich die Kommentare abschalten oder anfangen, mit Redakteuren zu arbeiten, die da auch wirklich Lust drauf haben. Weil ich finde, gerade bei Online-Medien müsste es mittlerweile zum journalistischen Selbstverständnis gehören, den Leser auch mit einbeziehen zu wollen. Und das heißt, ich investiere dann auch wirklich Zeit und sehe es nicht als müßige Aufgabe, auf die ich eigentlich keine Lust habe. Weil das merken die Leser auch. Und ich glaube, das sagte Ingrid ja auch in ihrem Vortrag, sobald Autoren von Texten mit in die Debatten einsteigen, geht das Niveau gleich nach oben. Also wir haben nur um das vielleicht noch ein bisschen greifbar zu machen, bei Spiegel Online hat man ja den Sysop, der irgendwann das Eingangsposting macht und dann hat man eigentlich nie wieder jemanden auftauchen, außer den Sysop, der immer wieder mal zitiert wird. Ich glaube, bei Zeit Online ist das noch einigermaßen besser gelöst, dass man auch durchaus redaktionelle Beiträge hat, die gelöscht werden, beziehungsweise Kommentare hat, die gelöscht werden und auch öfter mal jemanden auftauchen sieht dann wieder. Aber wirklich, dass ein Autor, ein Autor eines Artikels mal irgendwo antwortet, habt ihr das schon mal irgendwo gesehen? Also weil du Zeit Online ansprichst, die machen das wirklich super, weil die betreuen da ja wirklich, die schauen sich wirklich jeden Beitrag an und wenn einer gelöscht wird, schreiben sie auch dazu, warum der gelöscht wird. Das heißt, da ist auch ein Lerneffekt mitgeplant. Und um auf deine Frage zu antworten, ob ich das schon mal gesehen habe, ich habe das im Workshop gebracht, das Beispiel des Guardian. Dort hat der Journalist, der den Artikel geschrieben hat, die Entscheidung, ob er überhaupt das Kommentarforum freischaltet. Mhm. Und er soll es nur freischalten, wenn er bereit ist, mitzudiskutieren. Mhm. In vielen Fällen muss man ehrlicherweise sagen, der wird jetzt nicht, wenn dann 400 Postings kommen, ständig mitdiskutieren, aber in vielen Fällen werden die schon immer wieder darauf eingehen, zumindest ein paar Mal. Und die Chance, dass auf das, was man schreibt, der Redakteur dann tatsächlich antwortet und eingeht, führt wirklich dazu, dass sich die Leute dann viel mehr zusammenreißen oder auch viel mehr sich anstrengen, damit sie was Gehaltvolles schreiben. Und ich glaube, dass wir im deutschsprachigen Raum eigentlich sehr hinterherhinken, weil ein anderes Medium, das das eigentlich sehr gut macht, ist die New York Times. Die New York Times hat nämlich auch diesen ganz anderen Blick auf die Sache. Bei ganz vielen Artikeln kann man dort nicht kommentieren. Die
machen es umgekehrt. Die schalten ein Forum nur frei, wenn das Community-Team sagt, sie haben gerade die Ressourcen, um sich wirklich darum kümmern zu können. Und das ist eine Denke, die es im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht gibt. Da schaltet man alles frei und nachher schaut man halt, was man alles löschen sollte. Du hattest in deinem Talk auch noch ein paar durchaus technische Kniffe angesprochen, wie man also auch auf technischer Seite so ein Forensystem oder Kommentarsystem quasi, indem man das Gute nach oben spült und dem irgendwie mehr Gewicht gibt und dann auch gerade solche Kolonnen, die sich sehr schnell formieren und als Kampagne irgendwo drüber rollen, die dann ein bisschen unsichtbarer und ein bisschen ausblendet. Das sind natürlich alles so Dinge, so ein Standardspruch von mir ist immer, wir können nicht alle sozialen Probleme mit Technik lösen. Was mich interessiert hat, weil Tessa, du hast es in deinem Talk auch drin, Unversehrtheit wird nicht garantiert, es gibt keine Strafverfolgung dafür. Ist das nicht aber auch eine Ebene, über die wir auch mal irgendwie anfangen müssten zu reden? Also dass wir als das Gesellschaft das derzeit einfach so abnicken und naja, ist halt so und ist nur online und es tut ja nicht wirklich weh und die sollen mal alle klarkommen. Also brauchen wir nicht auch wirklich, so doof das klingt, von der Seite der Gesetzgebung irgendwie mal ein paar neue Hebel? Ja, es steht auch im Koalitionsvertrag, dass es verbessert werden soll. Da ist ein Absatz zum Stalking, der auch das Netz betrifft, drin. Das ist natürlich online hochsensibel, ne? Weil wir haben da ja ein Spannungsfeld, welche Zensur. Nee, nicht unbedingt Zensur, aber welche Daten sollen erhoben worden sein, und es gibt natürlich das Konfliktfeld Anonymität und Unversehrtheit oder gewaltfreie Räume, und das ist sehr sensibel, aber also was ich für die nächsten Monate mal empfehlen könnte, es gibt ein Buch, was erscheinen wird über Online-Stalking, das schreibt eine gute Bekannte von mir, Mary Schärpe, die einen Stalker hat, der sie über all ihre Plattformen hinweg massiv verfolgt, und die hat jetzt gerade ein Buch geschrieben und mit anderen Stalking-Opfern auch gesprochen und dokumentiert da auch ihren Leidensweg durch die Behörden und die Polizei und wie hilflos die eigentlich waren und dass sie immer in der Pflicht war, Sachen nachzuweisen und dass sie auch beweisen musste, dass sie wirklich Schaden genommen hat. Aber also der Schaden war, also wie schlimm Stalking wirkt, das weiß jeder, der mal damit zu tun hatte. Aber das Strafrecht oder das Recht greift da irgendwie erst, wenn sie wirklich umziehen musste oder wenn sie dokumentierten seelischen Schaden genommen hat. Also ich fand das schon relativ krass. Okay. Also vielleicht, um kurz einzuwerfen, ich kann die deutsche Rechtslage jetzt nicht sonderlich gut kommentieren, aber ein wesentlicher Aspekt ist schon auch, ich glaube, man wird nicht alles rein über das Recht abfangen können, weil natürlich das Recht eigentlich dann greift, wenn wirklich was Schlimmes passiert ist, etwas, das wirklich strafbar sein sollte. Aber viele Dinge sind irgendwo davor, vielleicht nur kurz davor oder schon weiter weg davor. Vieles, was online passiert, ist ja eher unangenehm, aber noch nicht immer klagbar. Und wenn es klagbar ist, man klagt auch nicht alles von den 1000 Kommentaren, die zum Teil kommen. Also, worum geht es viel mehr, glaube ich? Es geht nicht nur darum, was sollte der Gesetzgeber tun, sondern auch Online-Medien. Das Kernproblem ist ja, dass die Online-Medien virtuelle Räume zur Verfügung stellen und in diesen Räumen aber keine Verantwortung übernehmen. Und wenn die dort einfach achten würden auf die Tonalität, wie sie das in jedem anderen Raum auch tun, dann wäre das Problem nicht da. Das Problem ist, dass einzelne Leute dastehen, angebarzt werden und keine Hilfe bekommen. Das ist das Kernproblem in meinen Augen. Wir müssen leider so langsam zum Schluss kommen, aber was ich noch gerne loswerden würde oder vielleicht dann auch noch von euch noch eine Antwort. Also im Kern, was ihr ja eigentlich fordert, ist, dass die Journalistenausbildung und der Berufsstand des Journalisten nicht nur sich ganz hart in Richtung Internet bewegen muss, sondern dass er da auch noch ganz andere Verantwortungsbereiche für sich finden muss. Und eigentlich dieser Community-Manager, Tessa, den du angeführt hast, der ist ja dann hinfällig sozusagen, weil eigentlich muss es ja, wenn dann überhaupt nur jemanden geben, der delegiert oder darauf hinweist, dass es dort Kommentare gibt und den eigenen Autor mal wieder darauf hinweist. Aber diese Beschleunigungskultur, die wir haben im Online-Journalismus gerade, dass immer schneller veröffentlicht wird und immer, also am Fließband, die fällt dann ja, muss dann ja ganz hart zurückgefahren werden. Das ist ja also wirklich eine komplette Umänderung dieses Online-Journalismus nochmal aus dieser Perspektive heraus. Wobei ich glaube, wir befinden uns eigentlich in einer ziemlich schlechten Situation gerade. Wir haben lauter Online-Foren, wo die User auch überhaupt nicht gewohnt sind, freundlich miteinander zu reden. Und der wirklich schwierige Weg wird sein, aus diesem echt negativen Ort, wo einfach alle wissen, da geht man hin, um sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Um aus diesem furchtbaren Ort einen Ort zu machen, wo man hingeht, um eigentlich eine nette Zeit zu haben. Und wenn Medien es schaffen, dass klar ist, dass in ihren Räumen
auf einem gewissen Niveau diskutiert werden, dann haben die auch nicht mehr diese riesige Problematik. Das heißt, dann, das ist ein weiter Weg bis dorthin, aber es ist möglich. Ich möchte noch kurz ein Beispiel bringen. Ein österreichischer Journalist hat das in seinem Blog sich selbst zur Aufgabe gemacht und hat es im Laufe von wenigen Monaten geschafft, komplett eine andere Community zu haben. Darum sage ich immer, jedes Medium hat die Community, die es verdient. Und in Wirklichkeit müssen die Medien darauf hinarbeiten, dass sie quasi freundlichere Communities bekommen. Und dann wird das nicht immer nur so eine furchtbare Tätigkeit für den einzelnen Journalisten sein, sich damit auseinanderzusetzen, sondern dann wird es vielleicht sogar Spaß machen. Okay, wir müssen euch wirklich jetzt hier von der Bühne kehren. Wir sollten das Thema nochmal irgendwann vertiefen. Was ein wenig tragisch ist, weil Tessa hat so viele schöne Dinge auch noch, alleine zur Inklusion ja, und aber zu den Gruppen. Ja, aber die kann man alle nachhören. Also ja, beziehungsweise, aber ich möchte doch darüber streiten. Ja, aber wenn du, man kann eure Vorträge, glaube ich, also dein Tessa kann man, glaube ich, jetzt schon sehen online und das ist auch eine dringende Guckempfehlung von uns und ja, danke, dass ihr da wart, ihr beiden und ich hoffe auf ein nächstes Mal mit dann 2 Stunden Zeit, um das nochmal alles durchzudiskutieren. Ja, viel Spaß. Okay. Vielen Dank. Okay. Dankeschön. So, wir kommen, wo wir jetzt gerade bei der Kommentarkultur waren, kommen wir zu einem nächsten Gast. Und sie hat auch mit, ja vielleicht gar nicht so viel mit Kommentaren an sich zu tun, aber zumindest mit vielen Replies, also das wird sie uns gleich selber erzählen. Das ist Annalena König, @blogbleistift auf verschiedenen Netzwerken, glaube ich. Du bist überall gleich, oder? Ja, manchmal mit Unterstrich und manchmal ohne, aber... Ja. Aber grundsätzlich schon. Und du bist aber nicht nur mit deinen privaten Accounts unterwegs, sondern du bist vor allen Dingen auch für die Republika-Accounts verantwortlich. Du hast hier eine offizielle, ne, da steht nur Team RP14 drauf, ach so, und @Republika. Also du bist aber schon für die Social-Media-Accounts der Republika verantwortlich. Genau, also ich habe seit, das ist nicht mein Account. Das ist wahrscheinlich mit Unterstrich. Die letzten 3 Republika habe ich den Account betreut und da kamen natürlich auch noch Facebook und Google Plus und diverse andere Plattformen dazu. Und ja, also das mache ich so nebenbei. Also ich bin eigentlich bei New Thinking Projektmanagerin und da wurde ich dann einfach gefragt, ob ich Lust hätte, das zu machen, weil bisher das eben keine feste Person gab, die dafür verantwortlich war. Und so freue ich mich, wenn ich eben den Leuten helfen kann, wenn sie irgendwelche Fragen haben oder eben unsere Infos dann auch nach außen tragen kann. Das hört sich jetzt erstmal sehr positiv an. Also was ich mir, als ich gehört habe, du machst das, recht schwierig vorgestellt habe, ist, man übernimmt so einen Job, auch wenn es so nebenbei nur ist, macht die Social-Media-Profile auf einer Konferenz, wo irgendwie jeder mit Social-Media zu tun hat und seine eigenen Accounts hat und das irgendwie nochmal besondere Herausforderungen dann auch für die Arbeit darstellt. Stelle ich mir das schwieriger vor, als es ist, oder ist das tatsächlich nochmal eine Herausforderung? Also das ist unterschiedlich in den einzelnen Phasen. Also man hat dann die Monate, in denen geplant wird und da passiert dann auch nicht so viel. Und man kann dann ganz locker irgendwie die Fragen alle beantworten. Und je näher man der Veranstaltung kommt, desto mehr Fragen werden es und desto ja, detaillierter sind die dann auch. Und teilweise kommen dann Fragen, wo man sich denkt, muss ich das jetzt wirklich für dich googeln? Sehr oft ist es auch einfach so, dass ich die FAQ offen habe und für die Leute dann das auf unserer Webseite nachschaue, wo ich dann denke, okay, ihr beschäftigt euch auch mit Social Media. Ihr wisst vielleicht, wie eine Webseite manchmal aufgebaut ist. Könnt ihr nicht selber nachschauen, aber irgendwie freut man sich auch, wenn man helfen kann. Also solange man das alles bewältigen kann, von der Masse her, geht das noch. Und jetzt während der Veranstaltung ist es natürlich unglaublich viel und ich versuche dann zwischen den ganzen Foursquare-Check-Ins, die bei Twitter geteilt werden, die Fragen zu finden, die ich beantworten möchte und muss. Und es kann sein, dass ich das auch jetzt nicht alles geschafft habe, weil ihr habt es vielleicht gesehen, gestern waren es über 32.000 Tweets mit dem Hashtag. Jesus Christus. Also das kann ich gar nicht alles gelesen haben. Vergrößert ihr euer Team dann nicht zu während des Events? Wäre das nicht eine Maßnahme, dann zu sagen, man hat noch 2, 3 mehr Leute, die das mitleisten? Also jeder von uns hat viel zu tun und dann müsste man jedem noch jemanden zusätzlich geben. Mhm. Und wir sind jetzt auch schon gewachsen, aber noch, finde ich, geht das. Also wie gehst du dann mit solchen Sachen wie, sagen wir mal, Hofgeld um? Das war ja ein beliebtes Thema.
Ja, das Hofgate, das habe ich nur erzählt bekommen, weil ich jetzt 2 Wochen vor der Republika nochmal im Urlaub war. Sehen wir da ein Urlaubsbild von dir in the wild? Genau, also da war ich noch auf einer Wanderung und habe dann natürlich das T-Shirt da angezogen. Ja, also insofern habe ich das verpasst und... Bist du wahrscheinlich ganz froh drum. Der Paul hat mich vertreten, das hat auch sehr gut gemacht und ich weiß jetzt nicht, wie schlimm das Hofgate war, ob das jetzt ein Riesending war. Ich glaube, es waren 26 Tweets, also es war nicht ganz so schlimm. Also ein paar mehr werden es gewesen sein, aber... Wir hatten das gestern in der Sendung und das war, glaube ich, eher mostly harmless. Worauf die Frage halt eher so ein bisschen abzielte, war, wie gehst du dann mit solchen kritischen Sachen auch um? Also was hast du dir da besondere Strategien zurechtgelegt oder... Also erstmal bei sowas weiß ich ja dann auch, also ich kann mich ja dann auch irgendwie in die Lage hineinversetzen, also was das Problem ist, dass es bisher anders war in dem Fall. Und dann muss man natürlich relativ schnell sich an das Team wenden und gucken, woran liegt es, wie können wir das den Leuten möglichst gut erklären, sodass sie Verständnis haben dafür, dass sich was geändert hat, was ihnen vielleicht nicht gefällt. Und dann ist eigentlich die Strategie, möglichst schnell zu reagieren und ja, also nicht irgendwie zu sagen, das ist doch völlig bescheuert, was ihr jetzt wollt, sondern irgendwie versuchen, das sich in die Lage hineinzuversetzen. Also es kommt wahrscheinlich immer völlig darauf an, was es für ein Thema ist. Läufst du hier manchmal, also erstmal wissen Menschen auch, dass du das offiziell machst oder steht das jetzt nur auf deinem Namen still? Ich weiß es nicht. Nein, eigentlich wissen sie es eher nicht. Also ich habe heute hier mir ein Namensschild machen lassen, wo es draufsteht. Auch weil ich es nett finde, wenn jemand also über meinen Blog Bleistift-Account dann sieht, ach, das bist du. Weil ich das auch immer ganz lustig finde, wenn ich Leute entdecke, die ich dann mal live treffen kann. Kommen dann viele auf dich zu und sagen dir, ey, du bist das. Also ich bin ja auch Social Media und so und ich habe da jetzt mal viele Tipps für dich. Oder kannst du hier ganz unbehelligt durch die Gegend laufen? Nee, also da meint niemand irgendwie mehr Tipps geben zu müssen. Also offensichtlich alle zufrieden mit dem, was du tust unter @Republika. Ich glaube schon. Was hast du denn das Gespräch, was wir direkt davor hatten, vielleicht ein bisschen mitgehört, wo es auch um Kommentarkultur und auch dann eben um sehr brenzlig und sehr unangenehme Situationen gab. Hast du sowas jetzt schon konkret erlebt mit dem Account, dass du dachtest, okay, warum jetzt genau dieser Tonfall hier? Also du hast vorhin gesagt, so, die Leute sind ein bisschen paddelig und können nicht googeln, aber dass du auch wirklich so, oder der Account vielmehr direkt was abbekommen hat? Es gibt manchmal Situationen, also ich würde jetzt nichts Konkretes nennen, aber so in den letzten 3 Jahren gibt es halt Situationen, da passiert was oder es ist was, was den Leuten nicht gefällt und dann auch mal in einem härteren Ton. Und ich versuche dann auf jeden Fall, selbst wenn ich anderer Meinung bin, denen zu zeigen, dass wir das ernst nehmen. Und ja, ich weiß nicht, was ich... Okay. Eigentlich sind wir auch schon fast am Ende, aber eins möchte ich noch wissen. Du hast nämlich es auch quasi geschafft, oder ihr habt es als Republika geschafft, jetzt nicht nur auf Twitter und Facebook und sonst irgendwo unterwegs zu sein, sondern ihr hattet die Möglichkeit zum Beispiel auch das Berlin-Fenster zu nutzen mit ausgewählten Tweets, die du dann auch ausgewählt hast. Wie kommt sowas zustande und wie machst du das dann? Also die Tweets, die da erscheinen, die waren nur am ersten Tag von mir, aber das... Das war der Montag, ne? Und sag noch kurz, was Berlin-Fenster ist und wie das... Also das Berliner Fenster ist eben das Display, was in den U-Bahnen hängt, das heißt so. Und wir haben dann eine Kooperation, dass eben während der Republika und auch schon davor ja, verschiedene Infos sozusagen dort auch gezeigt werden. Und wir eben underground gehen in die U-Bahn rein und da auch ganz spannende Sachen über das Tor-Projekt oder... interessante Quizfragen, Tweets und Fotos angezeigt werden. Und ja, ich finde das irgendwie eine ganz nette Sache. Da verbreitet sie sich sozusagen weiter außerhalb des Internets. Wie hast du die Tweets ausgewählt? Ich habe... Es muss so legtransparent, was dir gefallen hat und was nicht. Und nee, also das war relativ schwierig am Montag, weil da die meisten Tweets am Montag irgendwie so zeitbezogen waren. So, jetzt fahre ich los und morgen geht's los, aber die sollten am Dienstag eben erst angezeigt werden. Da musste ich einen suchen, der eben neutral ist von der Zeit her und dann vielleicht irgendwie ja, ganz nett oder ein bisschen lustig, ein bisschen Vorfreude, die mitschwingt. Okay. Danach habe ich gesucht.
Okay, dann, ich meine, man muss jetzt nicht empfehlen, noch @Republika zu folgen, das machen eh schon alle. Aber @blog_bleistift sucht nach Annalena König. Herzlichen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Danke für die Einladung. So, wir folgen, gehen auch gleich über zum nächsten Teil. Und zwar haben wir Menschen hier, die Dinge tun, die sie auch auf anderen Veranstaltungen tun. Und deswegen sagte ich vorhin, es wird hier ein bisschen in Richtung vielleicht der Kongress noch ein zweimal Thema sein. So, ich kann, ich habe die große Herausforderung bekommen, dass eine von euch Katharin heißt und eine Katrin. Das ist eine böse Falle und ihr müsst euch jetzt bitte deswegen selber vorstellen. Ich muss nämlich sonst garantiert falsch rum. Ja, ich bin die Katharin, auch auf Twitter als Whitey-Chan unterwegs. Ich bin Katrin und bin auf Twitter als Kathi unterwegs. Und ihr seid hier, weil ihr... Ich bin immer noch verwirrt, egal. Weil ihr dafür sorgt, dass die Republika noch ein Stückchen internationaler wird. Ihr seid vom Übersetzungsteam. Genau. Es laufen hier in Saal 1 auf jeden Fall die Vorträge, die auf Deutsch sind, auch auf Englisch. Genau. Habe ich einen Saal vergessen, läuft das noch in anderen? Nee, jetzt dieses Jahr ist es tatsächlich erstmal nur bei Bühne 1, weil das auch eine recht spontane Aktion war. Und dafür war es schon ziemlich, ist schon ziemlich klasse, was die Leute von der Republika hier aufgebaut haben in so kurzer Zeit für die Bühne 1. Wir haben extra eine Kabine gekriegt, die ganze Technik funktioniert und man kann sich halt auch, es ist super einfach zuzuhören, weil Kopfhörer ausgegeben werden in der Halle und die kann man sich einfach holen und dann reinsetzen und einfach zuhören. Das heißt kurzfristig, hast du gerade gesagt. Recht kurzfristig, ja. Recht kurzfristig, noch kurzfristiger. Was heißt das? Ich weiß nicht, ob ich das, darf ich das auch? Ja, bestimmt. Ja, komm. So 10 Tage vor der Konferenz. Ja, ich habe heute schon noch geringere Zahlen gehört. Also, ja. Also gestern die App-Entwickler waren doch auch irgendwie 3 Tage oder sowas. Also 10 Tage vorher war so, da hieß es dann, wollt ihr nicht so? Und dann fing die Organisation an. Ah, okay. Genau, also es war wirklich so ziemlich kurzfristig gefragt zu werden, irgendwie so 5 Tage dann nochmal vorher entscheiden, okay, wir machen das jetzt richtig. Also wir sind jetzt auch nur zu 5, das ist ein bisschen eingedampftes Team. Wir haben sonst beim Kongress halt um die 15 Leute gehabt, je nachdem, wie es gerade so lief. Und das ist schon ein ganz großer Unterschied. Ja, das heißt, wie viele Vorträge habt ihr jetzt zu überspielen? Und vorgeschaltet, also man muss wirklich sagen, ihr macht Simultanübersetzung. Ja, das genau. Das ist ja nochmal eine besondere Herausforderung. Und wie viele Vorträge müsst ihr jetzt ungefähr übersetzen? Also ich glaube, heute Morgen hatten wir insgesamt so 5, alle back-to-back, weil fast der gesamte Vormittag auf Bühne 1 Deutsch war. Insgesamt war es von 10 Uhr bis 13.30 Uhr, also wirklich ohne große Pausen durch. Und ihr übersetzt ja auch die Englischen ins Deutsche wieder, oder? Zum Teil. Also wir haben uns dazu entschieden, halt so die wirklich großen Sachen, wo wir sagen, so jetzt zum Beispiel die Yes Men, die haben wir übersetzt, weil wir wussten, da gibt es ein Publikum, was vielleicht nicht unbedingt so gut Englisch versteht, um es halt nahbar zu machen. Also es ist auch so eine Sache von Barrierefreiheit. Ich meine, Leute, die aus Deutschland kommen und relativ viel Deutsch sprechen und eben nicht so gut Englisch können, die wiederum sollen natürlich auch die Chance kriegen, dann die Talks zu hören. Mhm. Und die Priorität bleibt ja auch eben die Übersetzung ins Englische, um eben diese internationale Zugänglichkeit zu erhöhen. Genau. Und wenn man die Kapazitäten noch hat, dann gibt es ja keinen Grund, da nicht noch das Angebot ein bisschen zu erweitern. Ihr habt gerade von den Kopfhörern schon gesprochen. Wie viele gibt es denn da ungefähr, die verteilt werden können an Nicht-Deutsch-Speaker? Also ich habe gehört, also so ungefähr 100. Man kennt die ja vielleicht auch noch in den kleineren Sälen, gibt es ja auch Kopfhörer, um halt die Speaker hören zu können. Genau, das sind Silent Stages hier. Es gibt also 2, 3 und 4. Das müssen wir noch so mitgeben. Ja, genau. Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Ja. Das sind, und dort gibt es eben, damit sich nicht die Bühnen übersprechen, auch noch Kopfhörerkonzepte, damit da noch mehr Leute hier untergebracht werden können. Genau, und das Prinzip ist das Gleiche. Also die kriegen dann den Audioton dessen, was wir sagen. Also das, was wir übersetzen, bekommen die auf die Kopfhörer. Live quasi. Es ist auch ganz witzig, dann in der Kabine zu sitzen, dann sieht man so vereinzelt im Saal die blauen Lichter blinken von den Leuten, die diese Kopfhörer aufhaben. Dann weiß man, verdammt, ist heute tatsächlich jemand zu. Da sind sie. Das ist ja mal unmittelbares Feedback. Das ist auch, also, aber damit kommen wir gleich zum nächsten. Habt ihr schon mal jetzt Feedback bekommen, wie das Angebot angenommen wird überhaupt? Also außer dem blauen Lichtchen, oder? Wir hatten heute tatsächlich jemanden da, einen aus Schottland, der sehr, sehr glücklich war, dass wir das Ganze übersetzen. Also er hat uns gestern schon angetwittert, weil wir haben einen speziellen Hashtag dafür gehabt, jetzt RP14EN. Das ist so unser Prinzip, das haben wir auch vom Kongress übernommen, weil wir dann immer so 29C3EN war dann so unser Hashtag, damit die Leute halt eine Möglichkeit haben, uns zu erreichen. Und genau das haben wir jetzt halt hier auch gemacht und es wurde nicht viel benutzt, aber es wurde benutzt. Und ich habe auch... was ich noch viel lustiger fand, heute vom Beetlebum, kennt vielleicht hier jemand so unter dem, er ist halt Comiczeichner. Mein Respekt, dass ihr das geschafft habt. Also
weil da wirklich jemand auf der Bühne stand, der sehr schnell geredet hat und was sehr schwer zu übersetzen war. Das ist auch noch so ein kleines Problem. Ich glaube, ihr hattet auch über Twitter einen Aufruf gestartet, dass die Leute auf Stage 1 langsamer sprechen wollen. Ja. Ja, genau. Naja, es ist halt, also Leute, die schnell sprechen, das ist natürlich auch schwieriger. Wobei man das heute auch gemerkt hat, wir hatten heute zwei Talks, wo die Leute tatsächlich abgelesen haben. Auch nicht abgelesen im Sinne von, es ist dann langweilig oder so. Wir haben trotzdem sehr lebendig gesprochen, es war sehr interessant und sehr gut zu verstehen, wenn man zuhörte. Aber dadurch, dass die Texte halt geschrieben waren, waren die Satzkonstruktionen, die benutzt wurden, automatisch komplexer und die Sätze länger, als wenn freigesprochen worden wäre. Und dadurch wird es halt nochmal schwieriger. Das heißt, sie haben recht komplex und kompliziert gesprochen und schnell. Dann wird es halt richtig fies. Das ist auch, du hast jetzt schon viel über Strukturen gesprochen, wie man das alles macht. Habt ihr eine besondere Ausbildung, die ihr auch hier mitbringt und bietet ihr das wirklich professionell an oder kam das wirklich nur über diese 29C3 EN und 30C3 EN Connections? Also das war schon zu einer Zeit, als der Kongress noch im BCC war, also schon ein paar Jahre her. Da haben wir das so als Feldstudie gemacht und haben einfach mal so ein paar Leute zusammengesucht, von denen wir wussten, okay, die können Englisch. Ich zum Beispiel habe Englisch studiert, aber eben nicht gezielt irgendwie so Simultanübersetzung oder sowas, sondern halt ganz normal Sprache studiert. Mhm. Aber meistens kriegt man dann ja auch so ein gewisses Gefühl für die Sprache und man hat einen gewissen Wortschatz und das reicht eigentlich meistens schon. Und wir sagen auch oft, Leute, versucht es einfach mal. Also das Problem ist, dass viele sich einfach nicht trauen, das mal auszuprobieren. Also ich habe halt auch so am Anfang gedacht, das kannst du nie im Leben, weil das ist viel zu schnell. Aber die meisten Vortragenden geben sich auch entsprechend Mühe, uns dann so ein bisschen entgegenzukommen. Manche setzen sich sogar mit einem hin und versuchen, Vokabeln durchzusprechen. Das ist zwar selten, aber das passiert. Es kommt echt auf die Vortragenden an. Was halt auch schwierig ist, ist oft, man kennt das ja selber, wenn man dann diesen Vortrag macht und dann 15 Minuten vorher die Slides fertigstellt. Das ist halt für uns dann auch nicht wirklich einfach, weil wir probieren natürlich, die Speaker noch so ein bisschen zu nerven und die Slides möglichst eine Stunde vorher zu kriegen. Ja. Was hat dann tendenziell nicht funktioniert? Kriegt man dann eigentlich die Vorträge hinterher auch auf Deutsch und auf Englisch, dann mit Übersetzung quasi? Also die Videos werden ja online gestellt? Ja, das wird alles online gestellt auch. Ja, also wichtige Schritte in Richtung Internationalisierung. Und ihr wart ja auch schon mit dem Thema bei uns in einer Sondersendung vom Kongress drin. Mhm. Zumindest, also gar nicht in der Sondersendung, sondern bei den Wikigeeks hatten wir euch mal mit drin. Und deswegen würde ich von euch eigentlich gerne hören, was ihr findet, was so die Main-Unterschiede sind von Kongress und Republika. Und die Wahrheit auf dem Tisch. Keine Hemmung. Wir machen hier heute voll die transparente Sendung. Also ich sage es mal auf einer rein technischen Basis. Ja. Der Kongress findet in Hamburg in einem Kongresszentrum statt. Ja. Das Kongresszentrum hat Dolmetscherkabinen. Ja. Die sind voll ausgestattet. Die haben alles, was man braucht. Und hier ist halt natürlich so der Unterschied, so auch natürlich bedingt auf der kurzen Vorlaufzeit sind die technischen Möglichkeiten halt einfach anders. Also man hört sich zum Beispiel nicht selber. Das ist für mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen problematisch. Also ich muss dann immer so ein bisschen mit dem Kopfhörer spielen, dass ich mich selber noch höre. Und das ist so einer der Hauptpunkte. Und was wir halt hier noch haben, wir haben halt so eine kleine Kabine neben dem Audiodesk. Also hinten ist ja diese... Bei Stage 1 ist ja diese Bühne, wo halt alle mögliche Technik aufgebaut ist und wir sitzen daneben. Und ja, wir haben halt diese kleine Kabine und ständig stehen Leute davor. Und wir sehen halt einfach nicht, was auf der Bühne passiert. Ja. Und das ist, denke ich mal, so einer der technischen Unterschiede. Wobei es halt auf jeden Fall positive Seiten gibt. Ich meine, allein die Tatsache, dass einfach diese Kopfhörer ausgegeben werden, man einfach da hingehen kann, das ist schon wesentlich einfacher hier, also ich denke, es ist schon zugänglicher hier, die Übersetzung zuzuhören, als auch beim C3 zumindest in den letzten Jahren jetzt, weil ich glaube, es wurde dann oft überdeckt gestreamt und dann, man hätte den Audiostream machen können, aber das ist halt einfach so wirklich das Einfachste, was man machen kann. Man geht in den Saal, holt sich diesen Kopfhörer und setzt sich hin. Das ist schon für die Leute ziemlich klasse. Also in diesem Fall ist es quasi einfacher, dass das hier nicht die ultimative Nerd-Konferenz ist, sondern... Das mag sein. Ich sag's mal so, für uns ist es hier schwieriger, für die Leute ist es einfacher und in Hamburg ist es genau andersrum. Ja, wobei einfach auch die Bedingungen natürlich anders sind, weil wie Katja schon sagte, die Sachen sind halt im Kongresszentrum in Hamburg direkt da und hier musste einfach alles quasi von null auf für uns aufgebaut werden. Ihr redet so schnell. Das ist mir auch aufgefallen. Verdammt. Ihr seid schon noch ganz schön in so einem Modus drin. Ja, das liegt an den Talks, die wir heute übersetzt haben. Das dauert das wahrscheinlich jetzt erstmal noch so 2 Wochen, bis ihr wieder ein bisschen runterkommt. Ja, wir müssen jetzt auch gleich direkt wieder. Ja, genau. Wir entlassen euch auch gleich, aber mich würde trotzdem noch interessieren, ob ihr jetzt quasi mit 367 Tagen oder 368 Tagen Vorlaufzeit schon plant für die nächste Republika oder...
Also ich selber werde gar nicht da sein, leider. Ich ziehe nach China. Aber deswegen, also es wäre auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall sagen wollten, ist, dass Leute sich auch trauen sollen, uns anzusprechen, wenn sie Lust haben, sich das mal auszuprobieren. Weil es ist wirklich, wie Katja auch sagte, man hat dann immer Angst am Anfang, das war bei uns allen genauso. Man hat immer Angst, Fehler zu machen, die macht man auch, das machen wir ständig. Aber wenn man es halt nicht ausprobiert, dann merkt man auch nicht, wie das ist. Und wir würden uns halt echt auf jeden Fall über Verstärkung freuen, sowohl auf dem Kongress als auch hier im nächsten Jahr. Und wir würden uns auch freuen, wenn wir es schaffen, nächstes Jahr vielleicht mehr als nur eine Bühne zu bespielen. Da brauchen wir dann natürlich mehr als 5 Leute. Genau. Also man muss halt auch immer dazu bedenken, wir machen das jetzt nicht hier aus irgendwelchen finanziellen Gründen, sondern wir sind halt auch einfach nur Helfer. Also von daher können wir natürlich auch vielleicht nicht unbedingt das Level erreichen, was ein Profi erreichen würde, was die Übersetzungsqualität angeht. Aber ich denke, es ist gut genug, um alle irgendwie mit einer möglichst guten Übersetzung zu bespielen. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auch wieder dabei sein kann. Weil es macht mir persönlich immer sehr viel Spaß und man trainiert sich ja auch selber so ein bisschen. Also ich finde es jedes Jahr, wenn ich auf einem Kongress bin, total großartig, weil ich halt merke, okay, mein Wortschatz ist noch da. Und was natürlich auch so ein Punkt ist, das darf man nicht vergessen, wir brauchen auch Fachexperten quasi. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas über Netzpolitik machen müsste, würde ich, glaube ich, den Kopf schütteln und gehen. Also, aber das heißt also, auch hier, also Republika, hat man eher immer das Gefühl, dass es noch viel durchprofessionalisierter ist auf einem anderen Level als auf dem Kongress. Mhm. Also nicht mal anderes Level, sondern anders durchprofessionalisiert. Mhm. Aber auch hier gibt es eben die Möglichkeiten, sich zu beteiligen und eben wirklich noch selber was zu machen. Also machen wir hier ja auch mit dem Sendezentrum und der Sondersendung. Und deswegen auch nochmal an euch danke, dass ihr das macht, weil das ist ja eigentlich auch der Spirit, von dem die Republika immer lebte. Und danke, dass ihr da wart. Gerne. Danke. Vielen Dank. Euch. So, Ralf, du hast jemanden kennengelernt, sozusagen. Und auch hier müssen wir gleich sagen, wo denn eigentlich? Auf dem Kongress, auf dem Wir 29. mögen aber die Republika sehr gerne. Auf dem 29C3, ja, wir mögen auch die Republika. Genau, nee, du bist, also wir begrüßen jetzt hier Jenny Luise Becker. Hallo, schön, dass du es geschafft hast. Es war logistisch, glaube ich, gar nicht so einfach. Kannst du laut sagen. Oh mein Gott, der ganze Stress des Berliner Innenstadtverkehrs trieft dir aus dem Gesicht. Sprudelt mir noch aus Ohren, Mund und Nase. Ja. Okay, dafür hast du jetzt zumindest einen ganz kurzen geschützten Bereich, in dem alles gut wird. Du machst wahnsinnig viele spannende Dinge. Wenn man also auch nur anfängt, mal deinem Namen hinterher zu googeln, weiß man gar nicht, wo es anfängt und wo es aufhört. Umso überraschter war ich über den Talk, den du heute gehalten hast, weil die Facette war mir wirklich noch komplett unbekannt auch, nämlich Subtexte in Videogames. Ja. So in a nutshell, was war so der Kernpunkt, den du rüberbringen wolltest heute in deinem Talk? Also meine Mission ist ja sozusagen, in der ich hauptberuflich unterwegs bin, ist die Friedensbildung. Mhm. Und ausgehend von der Motivation, ein Serious Game zur Friedensbildung zu entwickeln, bin ich mit dem Fachbereich Game Design der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Kontakt gekommen und wollte mit den tollen Dozenten Susanne Brandhorst und Thomas Bremer gemeinsam ein Serious Game entwickeln. Das haben die mir schnell ausgeredet und haben ihm erzählt. Serious Game, vielleicht kurz für diejenigen, die da nicht so ganz in der Szene drin sind, ist also quasi nicht das, was auf Kommerz gestrickt ist, sondern wo man schon versucht, auch irgendwie didaktisch einen Anspruch zu verwirklichen und irgendwo, wie würdest du das richtig, also mir fehlen gerade ein bisschen... Ja, genau, es geht darum, man hat einen ernsthaften Anspruch mit dem Game, es wird beispielsweise verwendet für Assessment Center, für Anstellungsverfahren, es werden spielerische Elemente verwendet, um Bildungsaspekte rüberzubringen oder auch zum Beispiel mit kranken Menschen bestimmte Dinge zu trainieren. Es wird jetzt vermehrt auch in der Demenzpraxis eingesetzt, also mit Demenz- und Alzheimer-Patienten und so weiter. Und Serious Game ist ein weites Feld, da fällt eigentlich alles drunter, was nicht einfach sozusagen Entertainment ist. Genau, aber das haben die dann ausgeredet. Genau, die meinten eben gleich, wir haben dafür kein Budget, vor allem du hast dafür auch kein Budget und wir wollten eigentlich schon die ganze Zeit mal für Subtexte in Videogames sensibilisieren. Mhm. Ich bin keine Gamerin von Hause aus, also ich habe eigentlich dann nur mal Heavy Rain gespielt und ganz früher Worms und... Aber mit Heavy Rain einsteigen ist dann aber auch schon für Fortgeschrittene. Ja, also, ist ja aber auch eigentlich eher dann für Filmfans. Das ist, glaube ich, das Deprimierendste, was ich bisher überhaupt gespielt habe. Aber egal. Also man hat das jetzt nicht gehört, aber sie hat mir recht gegeben.
Ja, es läuft im Prinzip ein Film ab. Es ist ein starkes Narrativ auch in diesem Spiel sozusagen. Man kann nicht viel intervenieren, man bekommt eigentlich alles vorgegeben von den Game Designern. Und ich fand das ganz schön, mich so damit berieseln zu lassen und einfach dieses Erlebnis überhaupt mal zu haben, weil ich einfach immer nur darüber gelesen habe und eigentlich nie eben wirklich mal so eine Spielerfahrung hatte. Von daher fand ich es ganz schön, aber es hat mich eben jetzt auch nicht total überwältigt und ich bin jetzt nur noch am Zocken oder so. Mhm. Ja, was ich heute rüberbringen wollte, ich fange am besten da nochmal an. Genau, danke. Die Dozentin Susanne Brandhorst und der Dr. Thomas Bremer, die wollen eben versuchen, Games einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also sie wollen sie wegholen aus der sozusagen Zockerecke. Und es ist natürlich auch so, dass schon eine ganz große Öffentlichkeit für Games da ist. Mhm. Und jeder dritte Deutsche spielt, glaube ich, irgendwelche Games und auch immer mehr Frauen und auch alle möglichen Altersklassen und da gibt es ja ganz viele Studien zu. Aber es ist eben schon so, dass immer noch so Gewalt und Shooter und die Darstellung von Gewalt ist ganz furchtbar. Und die wollen eben da sozusagen diese Entertainment-Games, die einfach viele Leute begeistern, aus dieser Schmuddelecke rausholen und wirklich zu einem Kulturgut, zu dem sie auch schon erklärt wurden vom Deutschen Kulturrat, machen und eben auch in der sozusagen seriösen Medienlandschaft einfach Games ein positiveres Image verleihen. Und dafür ist es aber ihrer Meinung nach eben auch notwendig, die Subtexte in Games mal genauer zu analysieren und vor allem Entwickler auch dafür zu sensibilisieren, was sie eventuell für Ideologien transportieren bei der Entwicklung von Games. Ein schönes Beispiel war, weil du gerade sagst, so in die breite Öffentlichkeit, so ich glaube nach wie vor so mit das erfolgreichste Spiel überhaupt waren ja die Sims, ja, diese Lebenssimulation. Mhm. Und da hast du ein sehr schönes Beispiel gebracht, wie dort Subtext funktioniert oder vielleicht auch gerade nicht funktioniert in Bezug auf Lebensentwürfe, die man dort spielen kann und auch nicht spielen kann. Mhm. Genau, die Sims ist ein gutes Beispiel. Es geht eben darum, das Ziel des Spiels, einen glücklichen Sim zu erschaffen. Das geht, indem der Sim materiellen Wohlstand erreicht. Also das Mittel zum Glücklichsein ist materieller Wohlstand. Und dadurch wird eben die Ideologie einer homogenen Konsumgesellschaft im Prinzip transportiert. Und wenn man daraus ausbrechen möchte, ist das eigentlich nahezu unmöglich. Es gibt da zum Beispiel dieses kleine Experiment von einem britischen Game Designer-Studenten. Der hat, das kann man auch alles nachlesen, auf aliceandkev.wordpress.com. Er hat mit seiner Tochter zusammen versucht, als Obdachlose durch dieses Spiel zu wandeln. Und die haben eben einfach die anderen angebettelt und versucht, durch Nahrungsspenden zu überleben und in Vorgärten zu schlafen und so weiter. Und einfach versucht, nicht an dem Zwang zu konsumieren teilzunehmen und wurden einfach dadurch krank, unglücklich, aggressiv, haben sich eigentlich die ganze Zeit gegenseitig angeschrien, ob er das selber gespielt hat oder die Tochter oder die KI, die künstliche Intelligenz des Games, die Player übernehmen sollte, das hat keinen Unterschied gemacht. Mhm. Und es war einfach schlicht nicht vorgesehen. Die Spielmechanik lässt es nicht zu an der dass Stelle. Man genau da einen eigenen Weg versucht zu gehen. Und was ich eben auch noch dann kurz erzählt hatte, dass es eben auch nicht möglich ist, alternative Wohnformen zu etablieren, wie beispielsweise einen Bauwagenplatz oder eine Kommune aufzumachen, wo sich alle das Geld teilen oder versuchen, ein Tauschsystem zu etablieren. Das ist alles nicht drin. Und dadurch wird eben im Prinzip so eine amerikanische Vorstadtidylle vorgegeben als Lebensumfeld, als Lebensraum. Und dennoch sind auch ideologische, politische Elemente in dem Spiel vorhanden, die positiv zu werten sind. Beispielsweise ist es irrelevant, ob man eine schwarze oder eine weiße Hautfarbe hat. Man wird also nicht irgendwie rassistisch diskriminiert. Es ist auch unerheblich für die Möglichkeit, Erfolg zu haben, ob man eine Frau oder ein Mann ist in dem Spiel. Man kann als Mann auch Frauenklamotten tragen, zum Beispiel, das wird auch zugelassen. Und das sind natürlich alle schon auch Statements der Entwickler, die sich da überlegt haben, da haben wir kein Problem mit. Genau, jetzt auf die wollte ich jetzt als nächstes zu sprechen kommen, weil diese ganzen sowohl Spielmechaniken als auch die Narrative, die erzählt werden in Computerspielen, die fallen ja nicht alle irgendwie vom Himmel, sondern da stecken ja ganz konkret Autoren dahinter oder Autorenteams, die sich das irgendwie ausdenken und die das so wollen. Mhm.
ist geplant, mal an die ranzugehen und sich mal, also ich kenne das halt aus der Journalismusforschung, da ist also so einer der Standardprozedere, man setzt sich dann halt wirklich irgendwie 3 Monate in eine Redaktion rein und guckt, wie arbeiten die eigentlich wirklich. Das heißt, man interviewt sie nicht und fragt sie, hey, wie arbeitest du, sondern halt teilnehmende oder nicht teilnehmende Beobachtung, mal schauen über längere Zeitraum, so was sind da wirklich die Mechanismen, wie sowas funktioniert. Also ich kann jetzt nicht wirklich viel zu den Spielmechanismen vom Code und so weiter erläutern, ne? Weil ich bin ja keine Entwicklerin. Aber der ist auch fast gar nicht so wichtig, weil der ist halt so, wie man das als Entwickler haben will. Ne? Genau, also es gibt eben diese True-False-Systematik. Man kann eben sagen, Frauen sind schwächer als Männer, true, und nicht Frauen sind stärker als Männer. Also beziehungsweise man müsste das dann eben so einstellen. Mhm. Und es wird eben über diese Stereotype Komplexität reduziert und dadurch werden die eben auch immer wieder verwendet. Und das Ziel unseres Projektes ist eigentlich, einen breiten gesamtgesellschaftlichen Diskurs anzuregen über Games, Inhalte von Games, Subtexte in Games, weil wir glauben nicht, dass man jetzt in einzelne Entwicklerstudios wandeln muss und da den Jungs und Mädels erzählt, was sie machen sollen. Es wäre natürlich schon sinnvoll, hier und da mal Workshops anzubieten. Das ist auch in diesem Gesamtkonzept des Projekts vorgesehen. Aber wir wollen vor allem in die Medien reinkommen, verschiedenste Journalistinnen und Journalisten dazu animieren, über diese Subtext in Games zu schreiben. Die beiden Dozenten sprechen eben mit ihren Studierenden darüber und versuchen da eine Sensibilisierung zu erreichen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein ganz tolles Studienprojekt, also Semesterprojekt, initialisiert vor einem Jahr und das läuft jetzt immer so weiter in Etappen. Die haben einen Shooter entwickelt, der in Berlin nach dem Einmarsch der Alliierten spielt. Mhm. Wo eine ganz historisch korrekte Abbildung schon mal von Berlin versucht wurde zu geben. Also es wurde eben nicht irgendwie Pi mal Daumen historisch irgendwas zusammengeschmissen, sondern man hat sich wirklich anhand von Fotografien und tatsächlichen Nachrichten, Schnipseln aus der Zeit versucht, ein absolut originalgetreues Bild von Berlin zu schaffen schon mal. Und die Situation der Menschen nach dem Wegfall des Nationalsozialismus abzubilden. Die beiden Playable Characters sind eine Frau und ein Mann, Mickey und Leni, die Helena und Michael, an den Erzengel Michael und an die Göttin des Lichts Helena angelehnt sind und die beide sich gelegenheitsmäßig prostituieren, die beide sich gelegenheitsmäßig als Räuber und so weiter betätigen müssen, um halt irgendwie zu überleben. Es ist so ein anarchisches Umfeld und es gibt dann eben irgendwie eine Krankheit, eine Seuche, die sich durch Fliegen, durch so eklige Mücken zeigt, die die Leute anfallen und vergiften und dann entstehen so Verwesungserscheinungen in den Gesichtern der Menschen und es gibt verschiedene Grade der Verseuchung und das ist natürlich irgendwo auch angelehnt an die Nazi-Ideologie-Verseuchung, die die Menschen damals in sich getragen haben und es ist aber möglich, die Menschen, die schon angesteckt sind, zu retten. Und dabei gefährdet man aber die eigene Gesundheit, kann sich auch selber anstecken, aber kann dann durch gute Taten, durch ethisch-moralisch richtiges Handeln diese Ansteckung, also diese fortschleichende Verseuchung mit diesem Virus, der irgendwann zum Zerfall des Menschen führt und dann fliegt nur so ein Schwarm eklige Mücken auf und der Mensch ist weg, der eben durch gutes, ethisches, moralisch richtiges Handeln wieder bekämpft und unterdrückt werden kann, bis man wieder sogar genesen kann. Und das sind eben diese Graustufen, die normalerweise in Games nicht zugelassen werden können. Also es ist eigentlich immer sonst so ein Schwarz-Weiß-System, was dem zugrunde liegt. Und es wäre eigentlich schön, die tatsächlichen Graustufen des Lebens auch mehr in Game-Welten abzubilden. Abbilden zu können, ja. Habt ihr euch in dem Kontext, also es scheint ja genau so die Indie-Szene genauer angeguckt, weil die ja genau mit solchen Systemen dann eher viel mehr experimentieren als diese AAA-Titel, also die Titel, die dann wirklich mit einem gigantischen Budget, was mittlerweile weit über Hollywood-Filmen liegt, rausgepowert werden. Aber ja. So in der Indie-Szene passiert ja gefühlt echt eine Menge in den letzten Jahren. Ja, ja. Mit denen sind wir in Kontakt. AMAs Festival und hier GameStorm in Berlin und die Initiativen, die es da so gibt, haben wir auch auf dem Schirm auf jeden Fall, arbeiten da zusammen. Schöner, also es ist natürlich das große Ziel irgendwann in ferner Zukunft, dass eben die AAA-Produkte eben auch dementsprechend sensibilisiert sind und komplexer werden und eben
versuchen. Ja. Glaubst du, das ist, wäre jetzt auch schon fast meine Abschlussfrage, bei den AAA-Titeln ist das, diese Subtexte, diese Stereotype, die da immer wieder perpetuiert werden, ist das Dummheit, also quasi Nichtwissen, ja, also einfach irgendwie dafür nicht sensibilisiert sein, ist es politische Absicht oder ist es Verkaufsstrategie, dass es immer wieder so umgesetzt wird? Vor allem Letzteres, weil die meisten, also die größte Zielgruppe sind immer noch junge, weiße Typen, also einfach der Male Gaze wird adressiert, der White Male Gaze wird am meisten adressiert, weil das auch die kaufstärkste Truppe ist sozusagen, die im Prinzip diese Shooter und so weiter kauft. Nichtsdestotrotz ist ja mit Spec Ops The Line zum Beispiel auch der Versuch gemacht worden, das aufzubrechen, und Jäger Development hat da einfach mal ein anderes Narrativ verwendet, nämlich einen Soldaten, der dann eben plötzlich posttraumatisches Belastungssyndrom bekommt und Töten dann tatsächlich als ganz schrecklich belastend erlebt. Also es ist nicht politisch gewollt, denke ich mal, also keine Manipulation steckt dahinter, sondern eben Verkauf. Markt. Ich muss leider, also ich habe mich jetzt die letzten paar Minuten hart zurückgehalten, weil ich weiß, dass Ralfs Thema, dass dieses Thema mehr am Herzen liegt als mir. Aber wir kommen jetzt zu der Stelle, wo ich mich wieder einmischen muss, weil wir Schluss machen müssen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Ich danke euch auch, danke. Wir laden dich nochmal zu uns ein. Ja, ich hätte jetzt super gerne noch gewusst, was dir heute an der Republika gefallen hat, aber auch dafür haben wir leider keine Zeit mehr. Und Ralf und ich müssen uns jetzt auch tatsächlich einfach ganz schnell verabschieden. Genau, und es folgt nämlich jetzt direkt hier der Deutschlandfunk, und von daher vielen Dank, dass du die Strapazen nochmal auf dich genommen hast. Vielen Dank an die Hörer, gerne. Und viel Spaß Schönen bis morgen. Abend noch. Tschüss.